Hallo zusammen und ich hoffe, dass jetzt diesmal alles funktioniert. Beim letzten Mal weiß ich nicht genau, aber ich hatte auf jeden Fall eine Aufnahme dazwischen, da hat der Sound nicht funktioniert. Dann hatte ich das letzte Video, was ich aufgenommen habe, das sollte eigentlich die Nummer 14 werden. Da habe ich ganz geil was gezockt und auch cool, waren coole Missionen dabei. Problem ist nur, ich hatte einen falschen Bildschirmausschnitt, weil ja, man kann das voreinstellen in OBS, dass man das irgendwie auf, also für jedes Spiel ein eigenes Fenster, hatte ich aber nicht, habe halt immer umgestellt und das letzte, was aufgenommen wurde, war Space Marine, ultra geil. Das sollte inzwischen schon online sein. Ja, und da ist der Ausschnitt ganz anders, Blaskalierung, was weiß ich so. Auf jeden Fall, deswegen hatte ich das Nummer 14 Battletech Video quasi verkackt. Und jetzt sollte aber wieder alles gehen. Und zwar sowohl der Sound als auch die Bildschirmanpassung. Also, dass ihr alles seht hier in Full HD 1080p mit 60 Frames. Sollte so laufen. Ich check nochmal kurz hier. Ja, das sieht aber gut aus. Also zumindest hier in diesem Overlay. Und deswegen würde ich sagen, steigen wir hier mal direkt ein. Wie ihr seht, von Episode 13 bis jetzt sind ein paar Tage vergangen. Ich hatte auch den ein oder anderen Planeten quasi fertig gespielt. Wir befinden uns jetzt gerade hier so, ja, irgendwie im Niemandsland. Also das scheint hier keiner Fraktion zu gehören und wir sind quasi hier an der Grenze zur Liga Freier Welten. Hier sind Flashpoints in der Nähe, aber nicht, nicht so wirklich geil von der Schwierigkeit. So, hier unten wollte ich ja auf jeden Fall mal hin, weil dieses Bild so cool ist. Und Flashpoint Campaign kann natürlich sein, dass das dann auch noch weitergeht und man kriegt irgendwie einen Mac dafür, wenn ich das hier richtig sehe. Ach nee, okay, hat Minimum einfach. Naja, auf jeden Fall, da würde ich eigentlich ganz gerne hin. Das ist jetzt aber relativ weit weg von unserem jetzigen Standpunkt. Wenn wir da hinspringen würden, 38 Tage ist sogar eigentlich überschaubar. Vielleicht machen wir das mal. Aber bevor wir das tun, haben wir hier erstmal noch ein paar Verträge, die wir abarbeiten können. Ich werde nicht gegen Haus Marek spielen. Einer von denen hatte ich nämlich schon geguckt, ist gegen Haus Marek. Der hier, den machen wir dann nicht. Aber der andere, das ist immer das Regierungszeichen hier, also hier planetare Regierung. Der andere ist aber gegen Piraten und der Marek-Vertrag ist auch gegen Piraten. Die werden wir auf jeden Fall machen und ihr seht, in der Schwierigkeit ist das auch schon echt ordentlich. Wir sind aber Mac-technisch auch ganz gut aufgestellt. Die Top-Macs sind nach wie vor die beiden Highlander, die ich hier habe. Der eine gefällt mir super gut mit genau der hier. Der hat eine krasse KSR-6, krasse KSR-4, nur eine LSR-10, aber noch zwei verbesserte Large Laser und ein paar M-Laser und S-Laser dabei. Der ist richtig geil, der geht ab. Aber auch die LSR-20 von dem anderen ist natürlich nicht zu unterschätzen, denn LSR gehen immer gut und so ein bisschen Firepower auch indirekt und über Long Range zu haben ist ganz cool, zumal die Highlander unheimlich langsam sind. Ich habe noch ein paar andere Assault Max, zum Beispiel hier so ein Zeus gekriegt, weiß ich nicht, ob man den im letzten Video schon gesehen hat. Zeus fand ich auch immer vom Design ganz cool, obwohl er ein bisschen eigenartig aussieht, aber ist voll cool, war auch damals schon, selbst die ganz alte Mini, super cool zu bemalen wegen diesen Flächen, die die da schon hatte. Und ja, ist aber von der Bewaffnung so geht so. Hat eine LSR-15 im Arm, eine AK-10 im anderen, hat zwei Medium Laser, ist jetzt, drei sogar, ist für einen 80-Tonner nicht überragend, ist jetzt aber auch nicht scheiße. Ist schon ganz in Ordnung. Ja, ansonsten, was haben wir? Ich hatte einen zweiten Grasshopper hier reingeholt, einfach weil der eine Grasshopper super abgeht. Der ist vollgepackt mit MGs und hat nur drei Laser. Zwei Large, ein Medium. Normalerweise hat so ein Grasshopper einen Large und ich glaube 5 Medium und eine LSR-5 oder so standardmäßig, was natürlich voll kacke ist. Aber naja, der auf jeden Fall geht echt ganz gut ab mit den ganzen Nahkampfwaffen, also mit den ganzen MGs. Ja, Marauder muss immer mit zur Schadensreduktion. Also ich meine zum einen, weil er geil aussieht natürlich, aber zum anderen zur Schadensreduktion. Ich habe beide Marauder, okay, drei habe ich sogar schon inzwischen, eigentlich relativ gleich ausgestattet. Der hier ist mal ein bisschen klassischer, der hat zumindest noch die AK dabei. Aber die beiden anderen sind halt echte, naja, fast echte, leicht modifizierte Davion Marauder. Also nicht wirklich Hitzeprobleme. Er hier hat zwei Large, zwei Medium Laser und der hier hat zwei PPK, zwei Medium Laser, was dann noch eher an der D-Variante ursprünglich dran ist. Marauder geht auf jeden Fall immer und sieht cool aus. Warhammer setze ich irgendwie kaum ein, obwohl der auch geil ist, aber naja. Ja, und dementsprechend sind wir aufgestellt. Der Grasshopper geht immer richtig gut ab. Der Archer hat Wahnsinns Firepower mit den ganzen KSR und mit diesem verringerten Streuen, was der irgendwie als Sonderding hat. Der gefällt mir sehr gut. Zweiten Grasshopper habe ich reingenommen, einfach weil er gut abgeht und springen kann. Der hier auch, wie ihr seht, mit ein paar mehr Lasern.
Der Battlemaster geht gut ab, ist aber schon eine ganze Zeit in Reparatur, wird aber demnächst auch wieder fertig. Ja, und ich würde sagen, wir gucken jetzt einfach mal, springen direkt in Mission und gucken mal, was da so abgeht. Pilotentechnisch sind wir super aufgestellt. Also ich habe hier, die sind alle jetzt schon fast auf komplett 10. Natürlich so ein, zwei Nachwuchspiloten, die noch nicht ganz so hoch sind hier im Mockingbird oder sowas. Aber auch schon super krasse Werte eigentlich. Hier mit 8787 ist schon ziemlich fett. Ready for order. Der Tarzan hier, der wird auch zum Elite-Piloten so langsam. Ja, wir gucken einfach mal und spielen jetzt hier noch die zwei Aufträge und ich glaube, dann springen wir einfach mal direkt darunter zum Flashpoint. Wir gucken jetzt hier nicht ganz so oft, also wenn man nur auf Effizienz gucken würde, ist es natürlich Quatsch hier und höherer Punktewert, aber es interessiert uns nicht. Wir wollen einfach nur ein bisschen Spaß haben. Ich setze mal die Beute hoch, ich setze sogar auf Maximum, denn wir haben genug Kohle, die Argo ist komplett ausgebaut, geldtechnisch ist alles in Ordnung, hier gibt es auch nichts Spannendes zu kaufen. Müssten vielleicht auch mal, und wir haben hier fast Maximum Schwierigkeit, wir müssten vielleicht mal zu so einer High-Industrial-Welt irgendwie hab keine Ahnung was fliegen, weil zumindest steht hier immer in so einem Quick-Tip, wir setzen mal den Zeus zum ersten Mal ein, hier steht immer in so einem Quick-Tip, dass man zu so hochindustriellen Welten soll, damit wie war das nochmal? Damit man irgendwie mehr Verfügbarkeit auf dem Marktplatz hat oder auch geileres Zeug, also vielleicht auch verbesserte Waffen. Ich gucke standardmäßig immer, wir nehmen die jetzt einfach hier so, ich gucke standardmäßig immer, wenn ich in ein neues System komme, in so ein, hier in den Shop quasi, in den Store, ob da irgendwelche geilen Sachen zu haben sind. Ja, manchmal ist das so, da hat man so ein einzelnes Equipment-Teil, was irgendwie schon Pluswertung hat. Und sowas kaufe ich in der Regel dann immer direkt. Und habe deswegen jetzt auch schon das ein oder andere auf Lager hier. Natürlich genauso mit Pilotenbändern. Besonderer dabei ist sowas wie Mockingbird hier zum Beispiel war so als Ronin oder so. Keine Ahnung, ob das irgendwie geil ist oder nicht. Aber ich dachte mir, oh cool, habe ich vorher noch nicht gesehen. Hat so ein Teil und da steht, ja, ist hier einmalig und bla und so. Dachte ich, ja komm Junge, den nimmst du direkt mit. Und deswegen, so halten wir es. Ich gucke im Moment auch noch, ist schade, dass wir nur drei Dinge auswählen können, aber schwerpunktmäßig auf Beute. Einfach um jetzt auch mal, ich hoffe, bei der höheren Schwierigkeit die fetteren Mechs zu kriegen. Time to earn our pay. Ah, hier sehe ich gerade, habe ich die falschen Mechs für diese Mission genommen, denn das ist die, die ist ganz cool. Man muss die drei Punkte besetzen, dann werden so Beacons platziert und dann gibt es Artillery Strike hier rein oder in diese Basis. Ja, wird aber mit den fetten langsamen Mech schwierig, bis nach da hinten hinzukommen. Beziehungsweise geht schon, aber dann muss man teilweise Schussphasen aufgeben und halt mehr sprinten. Okay, wir gehen aber direkt ab auf die Mitte. Da habe ich eigentlich ganz gerne mal sowas wie den Phoenix Hawk oder so dabei, als ein Mech-Slot, damit der direkt bis hinten hinspringen kann oder so. Jetzt müssen wir mal gucken, das könnte nämlich nicht so sehr darum, dass man einfach alle kaputt macht oder wie es in manchen Missionen ist, man muss eigentlich die Basis zerstören, aber man macht dann einfach alles kaputt und ist auch geil. Sondern, nee, hier geht es eher darum, dass man diese Missionsziele und Sachen machen muss, denn tut man das nicht, dann ist die Mission einfach nicht geschafft. Manchmal ist hiernach auch noch, dass man sich unheimlich schnell, ja, du bist jetzt ganz schnell zum Extraction Point. Ansonsten kommen gegnerische Verstärkungen. Und wenn man das dann nicht rechtzeitig schafft, dann kommt nicht nur Verstärkung, sondern die Mission ist direkt auch nicht geschafft. Deswegen habe ich sogar tatsächlich mal in einer Mission Highlander-Piloten aussteigen lassen, weil ich mit dem dann Extraction Point total dämlich. Aber hier ist es so, wenn man aussteigt, dann bekommt man die Mechs sowieso am Ende wieder. So, und hier muss ich jetzt gucken. Dieser Orion lässt sich super beschießen, weil er komplett ohne Evasion da auf dem Hügel steht. Aber ich muss halt auch zu den Punkten kommen. Also hier, den Marauder habe ich gezogen, der wird den Punkt nachher snacken. Da komme ich so oder so locker hin, zu dem auch. Aber ich brauche einen Mech, der irgendwie durch. Ich weiß nicht genau, der Zeus scheint ja recht zügig unterwegs zu sein, dann ziehe ich den jetzt tatsächlich einfach mal sprintmäßig hier vorne hin. Ich hasse sowas, also den einfach da so hinzustellen, die Waffen nicht einzusetzen. Aber er wird da hinten den Punkt nehmen, okay, und die Highlander werden jetzt hier einfach ballern und der eine nimmt auf jeden Fall diesen Punkt ein. So ist der Plan. Dann fokussiere ich das mal auf den Tor. Dann sehen, dass in dem einen Tor so offen ist und da ist auch schon die LSR-Munitionsexplosion. So wollen wir das doch.
Jetzt hat der Pilot nämlich schon einen Schaden bekommen. Torso ist ab, Arm ist ab. So, und hier ist der Geile mit den ganzen KSR. Oh, die Vollgas. Keine größeren Schaden durch den Beschuss, aber ihr seht, dass der jetzt schon ordentlich runtergerockt ist. Also, der hat jetzt schon Bereiche auf jeden Fall offen. Der hat mehrere interne Schäden jetzt schon. Auch der Center, also der ist fast weg. Ein Medium Laser im Center und der ist weg. Standing by. Okay, der Marauder geht weiter hier rüber. Hier habe ich gleich Move order received. Und gibt ihm einfach nochmal ungezielt alles mit. Vielleicht haben wir ja Glück und nehmen ihn raus. Roger. Mit der Marauder sprinten. Da komme ich, glaube ich, trotzdem noch nicht ganz bis dahin. Den Zeus muss ich jetzt wieder sprinten lassen. Denn ihr seht da, ich habe 6 Runden Zeit, um diese Dinger zu platzieren. Ready for orders. Ja, ich werde hier langlaufen, weil da der ganze Wald im Weg ist. Der wird jetzt einfach dahin. Meistens kommen bei dieser Art von Mission dann noch Verstärkungen dazu oder so. Er hat jetzt auch keine Invasion. Aber wir sollten den Orion eigentlich erstmal fertig machen. Ich werde es folgendermaßen machen. Der geht hier rüber und geht schon mal rein und das KSR-Ding wird den da gleich zentrieren. Eigentlich wäre es auch schlau, einfach mal gezielt zu schießen, das Center anzuwählen, damit der garantiert down geht. Aber der ist so offen jetzt schon. Schmeißen einmal das Kugel an hier und ballern einfach. As you win. Aber im ersten Ding natürlich, wie das häufig ist. Hostile removed. Zwei Thunderbolts sogar. Thunderbolt auch ziemlich geil, 65 Tonnen, aber für den Bereich, also obwohl er ja eher ein leichter, schwerer Mech ist, sag ich mal, hat der es unheimlich drauf. Also der hat ein gutes Loadout, also hat gute Waffen. Der ist eigentlich auch, das hier ist die Standardvariante, der hat eigentlich auch in allen Varianten, ist der richtig zu gebrauchen. Der SS ist natürlich ziemlich cool, aber auch die Variante hier. Also eine LSR-15, den Large auf Distanz ist geil und der Large hat ja keine Minimalreichweite, also das heißt, man kann ihn immer schießen. Das heißt, wenn man zu nah kommt, lässt man die LSR weg, schießt, wenn es hitzetechnisch geht, aber den Large, alle Medium und die KSR mit und dann noch näher dann halt die MG. Ist schon ziemlich fett. Also der geht auf jeden Fall ganz gut ab, ist auch gut gepanzert. Receiving you. Ist auf jeden Fall ein cooler Mech. Okay, hier komme ich jetzt sogar tatsächlich schon in diese Zone. Zack, okay, Focus Fire, ja, schon klar. Vielleicht kriegt er jetzt in der Runde, ansonsten in der nächsten Runde diese Zone, das ist okay. Der Zeus wird wieder sprinten. Also so den Zeus einzusetzen, ist natürlich voll Banane, aber ja, okay. In der nächsten Runde kriegt er auch dieses Teil. Run, don't shoot. Ready for orders. Heißt mit ihm, okay, er kriegt es aber jetzt schon. Move order received. Dann wird er auch mal, nee, das Cooling schmeiße ich jetzt noch nicht an. Schießen die LSR darüber, einfach weil es vom Hit besser ist und den Rest hier. Sowas will man doch haben, das ist ja wohl ultra. Liegt aber auch daran, dass die Kapital. Awaiting orders. Ich gehe mal mit auf den hier. Wobei, hier könnte man die Small Laser noch mit einsetzen. Die LSR mit nur 60%, aber ist immer noch okay. Ich kann ihn zwar so hinstellen, aber der hier kann den Beschuss eh nicht aufteilen, leider. Ja, komm, wir gehen einfach jetzt mal hier voll drauf. Nice. Durch die LSR, durch die Munitionsexplosion ist der Pilot jetzt down gegangen. Ich glaube, der Mech ist nicht komplett zerstört, sondern der Pilot ist gestorben. Was natürlich beutetechnisch schon wieder geil wäre, weil man den hier jetzt komplett so snacken könnte. Das Ding ist halt, es ist ein Thunderbolt. Ist zwar schon geil, aber ich will ja eigentlich jetzt so langsam mal den richtig fetten Stuff hier kriegen.
Sichtfeld ist gut. Da habe ich ein bisschen Cover. Gerade habe ich ja die Nachricht gekriegt, dass jetzt Vehicles und Tanks deployed werden. Hier sind 280 Tonner. Könnte immer jeweils Schreck oder Demolisher sein. In der Regel wird hier gerne dann gemacht. Da steht der Marodeur natürlich jetzt gerade nicht ganz ideal, aber egal. Irgendwann ist es. Dadurch, dass der Marodeur einmal gesprintet ist, die Hitze jetzt natürlich auch wieder gut runter. So, der Highlander ist auch fertig. Okay, der Zeus geht hier rein, dreht sich um. Ne, warte, kann ich nicht noch weiter weg? Ja. Ich auch nicht mehr Deckung, aber falls das echt Demolisher sind, müssen die ja recht nah ran. Und einmal wieder. Das ist ein Schreck mit den drei PPK. Hat zum Glück alle drei Schüsse daneben geballert. Ja. So, wir könnten in den Nahkampf gehen, eine Runde. Einfach, also Hitze ist nicht das Problem und er hat ja auch hier das Cooling. Machen wir einfach mal, weil ich sag mal, die Small Laser werden trotzdem mitgeschossen. Er hat schon recht gut Stability Damage. Locked on for physical attack. 15 Schadenspunkte auf einmal. Scheiße, kippt er sogar um. That hit something good. Ah, nee. Noch nicht ganz. Okay, das heißt, er müsste noch draufhauen, dann würde er umkippen. Macht er auch, aufgrund der Hitze, die er hat. Nochmal 115 gebündelt auf einen Bereich. Und die Laser hinterher. Und heißt, der Pilot kriegt auch schon wieder einen Schaden. Denn das ist hier automatisch immer, wenn ein Mech kippt. So, Fire Control, bla bla, alle Beams sind platziert. Ja, super cool. Ich glaube, das wird hier auf der Karte auch angezeigt, welcher Bereich dann kritisch ist oder so. Ne, sehe ich jetzt nicht. Normalerweise sieht man irgendwie, okay, Move to Evac Point, da hinten hin. Gut, da werde ich auf jeden Fall mal gucken, dass ich schneller in diese Richtung komme und hoffe, dass jetzt nicht hier dieser Bereich bombardiert wird, sondern tatsächlich die. Ah ja, da steht ja auch Danger Zone, genau. Hier steht jetzt, also Impact in 2 Rounds, da steht jetzt aber noch nichts von, dass ich irgendwie schnell entkommen müsste. Ich hoffe mal, das bleibt so. Waiting for orders. Da ist der zweite Pilot-Treffer mit dem zerstörten Torso. Wieder der Schreck. Systems holding. Mal gucken, da der andere noch nicht ballert, schätze yes, ich halt, es ist ein Demolisher, der wish. Einfach noch nicht in Range ist. Firing. Okay. One less target. Need something, Chief? Ich gehe einfach mal ran, denn mit ihm jetzt schon zum Evac Point ist ja Quatsch. Das sind zwei Schrecks. Krass. Giving them everything I've got. Warning. Incoming artillery fire. Scheiße, jetzt haben wir die linke Seite, die beschädigt ist beim Schrecken. Reporting ist natürlich jetzt major armor loss. Und Zeus komme ich. Komme ich glaube ich nicht hin. Die anderen standing schießen by. Halt von der anderen Seite. Aber es ist so moving to position. Giving them everything I got. Diese Fahrzeuge können, lots of armor. Also die können immer alle ihre Waffen Commander. Schießen, so ist es im Brettspiel, weil das Ding Roger. Ist, dass Fahrzeuge nicht so ein Hitzemanagement haben wie die Mechs und also war das zumindest früher, es gab mal so Konstruktionsregeln für Fahrzeuge und da stand drin, dass Fahrzeuge immer so ausgelegt sind, dass die quasi die Waffen nur so wählen können, dass die immer die Hitze komplett abführen. Was natürlich ein bisschen komisch ist, wenn man jetzt auf einem Wüstenplaneten wäre und man denkt, ja, da können die doch eigentlich weniger. Wie soll das funktionieren? Aber es ist halt so gemacht und ich glaube, so funktioniert das hier auch, dass einfach immer alle Waffen gefeuert werden können. Und das macht den Schreck halt so geil, weil zum Beispiel der Awesome, der auch 80 Tonnen wiegt, der normale Standard-Awesome, der kann nicht jede Runde alle drei PPK schießen. Der muss immer mal wieder auch nur zwei nehmen, damit das mit der Hitze im Rahmen bleibt. Aber der Schreck ballert einfach immer die 3 PPK raus, gar kein Problem. Hat keine Munition, deswegen ist er einfach ja, unendlich gefährlich, wenn man ihn lässt.
Hat ja eine super Reichweite. Copy that. Das ist halt das, was natürlich, also hier in dem Spiel ist es halt so, die sind besonders anfällig gegen Melee, da kriegen wir irgendwie extra Schaden. Und heading out. Das ist auch, ich weiß gar nicht, was hier ist oder wie das genau ist, der wirklich dann immer nur nach vorne trifft, weil du hast das sonst gerne gemacht mit dem Schreck, dadurch, dass er auch den Turm hat. Du gehst erstmal auf die Frontpanzerung, wenn er beschossen wird, und danach drehst du halt seitlich, dass nur noch die seitliche Panzerung getroffen wird. Und dann hast du nämlich keinen Stress, beziehungsweise lange keinen Stress, es sei denn, die werden halt weggefokust und das sollte man machen. Das ist beim Demolisher noch schlimmer, denn der Demolisher hat, schade, dass ich nicht darüber fällen konnte. Hier, jeder mal. Der Demolisher hat noch mehr Panzerung. Der ist vor allem in der Front sowas von mega stark. Nochmal welche deployed worden, obwohl gerade die Basis zerstört wird. Hier, Extract, genau. 3 Runden und dann muss ich nämlich hier weg sein. So, und das ist nämlich dann wieder jetzt so ein Ding. Ich werde hier mal hier hinten lange rein. Runde 1, 2, 3. Ja, das könnte hinkommen. Wird aber schon knapp. So, jetzt kann ich einfach dahin, das ist kein Problem. Losing armor. Waiting for orders. Werde ich auch machen. Sprint eine Runde. Got it. Dann brauche ich jetzt das Gewicht schon. Das ist krass, dass die Idioten einfach so viele Schreck da oben stehen haben. Reporting. Ah. Da war, könnte zu knapp werden. Ich gehe mal hier rum. Standing by. Ja, ich gehe hier vorne rum. Ich hoffe, Roger. Dass es reicht. Eine Runde, zwei Runden. Boah, das könnte echt verdammt eng werden. Wenn nicht, muss ich die Augen da aussteigen lassen. Ja, Commander. Selbst das wird schon klappen, oder? Reporting heavy damage. Yes, Commander. Yes, Commander. Ich bin gerade nicht ganz sicher, weil das hier quasi in klein, also als Sekundärziel steht. Ich meine aber, also yes, ich hatte es schon x-mal in Mission, dass die Mission dann direkt gescheitert war. Orders. Wenn man nicht in der Zeit direkt mit allen für genau sowas sind LSR halt geil, ne? Kann man einfach immer irgendwie schießen. Good to go. So, also der Marauder schafft's. Understood. Moving aber fast. Die schafft es nicht. Also eigentlich müsste ich die jetzt ejecten lassen. Das ist halt mega ärgerlich, weil beim Eject zählt, glaube ich, der Kopf hier als zerstört. Ich meine, dadurch kriegt der Pilot automatisch... kriegt der Pilot nicht automatisch einen Schaden. Das ist natürlich nicht so geil. Also ich könnte natürlich jetzt das Risiko eingehen und, weil es halt hier sekundär ist... Na komm, wir machen es einfach mal. Ich renne mal so. Also ich lasse die nicht ejecten. Weil jetzt schon ordentlich gefressen hat hier den blöden Schreck. Reporting! Yes, Commander. Enemy vehicle. Inbound Killteam. Ja, okay. Ah, geil. Kein Problem. Ja, Junge, ich würde ja fast sagen, das Killteam mache ich kaputt. I'm ready for orders. Dann hätte ich auch nicht wie so ein Idiot hier jetzt lang sprinten müssen und so viel Feuer fressen, weil der Highlander hier ist ja schon ziemlich erledigt. Orders? Natürlich ätzend. Aua, aua, aua. I'm under heavy fire. Awaiting orders. Ja,
Mit Jump Jets ist der schon natürlich wesentlich geiler. Der, as you wish. Aber da geht halt schon on my way. Auf, ne? Echt, ich glaube sogar 2 Tonnen pro Stück. Was halt schon einiges ist. Wenn man jemanden 8000 wegnimmt, ist das schon heftig. Ja, Commander. Scheiße, komm ich nicht in den Schussbereich mit dem. I've got eyes on hostile reinforcements. They're heading your way. Enemy K-Team ist jetzt noch eine Sekundär. Oh, geil, und dieser Flecken, was haben wir denn da? Ist das ein Prior? Oh, und hier ist noch einer. Armor Breach. Ist schon relativ internal damage. Quick Draw, okay. Receiving you. Ja, und der Schrecken ist natürlich noch weg. Hm, was machen wir denn hier? Wir haben die Marauder mal dran. Die sind aber alle hier so eingebuddelt. Ne, wir warten nochmal. Lassen die erstmal beruhen. Ich könnte wahrscheinlich einfach mit allen in die Extract Zone gehen und dann wäre ich direkt weg. Vor allem, er ist fast erledigt hier. Not much armor left in that location. Ich glaube, da soll ich mich eher verpissen. Mal das auch. Also ich meine, ein Black Knight ist geil und Grasshopper ist auch sehr gut, aber ich habe keinen Next unbedingt jetzt brauche oder so. Deswegen sollte ich. Oh, er kommt aber noch nicht mal bis. Ah doch, er kommt doch bis. Affirmative. Springt. Jetzt darf der Schreck nochmal ballern. Ein Treffer. Eier, Sass und Saus. Minimal damage on that hit. On it. Ja, wie ich mir gedacht habe, zack, bringt das schon. Okay. Naja, jetzt ist der Highlander eigentlich umsonst. Aber ist egal. Wir haben die Mission geschafft. Und, ja, nehmen jetzt ein bisschen Beute mit und dann passt das schon. Ja, der muss halt repariert werden. Dieser Pilot hier ist verletzt leider, aber allen anderen geht's gut. Die Mechs sind okay. Ist dann nice. Ah, der Thunderbolt trotzdem nicht komplett. Den nehme ich aber eh nicht. Ich nehme hier die verbesserte AK. Laser und die Laser mit mehr Schaden. Auch geil. Ist zwar nur eine KSR-2, aber mit plus 4 Damage ist das natürlich cool. Ich glaube auch, dass bei den Missionen, okay, haben wir sogar, nee, die hatte ich ja angewählt, haben wir sogar die beiden Thunderbolt-Teile gekriegt, geil. Dass bei Missionen mit höherem Schwierigkeitsgrad, also mit höherer Angabe von Schwierigkeit, ist es, glaube ich, auch wahrscheinlicher, dass man so verbesserte Waffen häufiger kriegt. Was sich auch echt enorm auswirkt. Also zum Beispiel hier der, ich meine, Archer ist schon geil, aber es ist halt nur ein 70-Tonner, aber der hier hat so einen geilen Firepower-Wert und der zerlegt alles so krass, weil diese eine SRM, die der hat, die macht pro Rakete 12 statt 8 Schaden. Das wirkt sich natürlich schon ordentlich aus. Geil, beim Highlander ist nichts wirklich kaputt gegangen, deswegen können wir den einfach so reparieren. Ja, heißt, der steht uns jetzt einmal für eine Mission nicht zur Verfügung, aber ich glaube, das kriegen wir auch so hin, weil das Free Worlds League Ding, also das Marek Ding hier machen wir natürlich noch, weil es geht nur gegen Piraten, da haben wir eh schon einen ganz beschissenen Ruf und wir sind bei denen schon hier ultra gut honored, ne? Hier können wir jetzt sogar 4 Teile auswählen, gehen wieder auf Maximum Loot. Wir könnten den Victor einsetzen. Haben wir eine AK-20 dabei? Machen wir einfach mal. So, und wir müssen hier einen Piloten ersetzen, weil der eine ja verletzt wurde im Marauder. Niemanden mehr, der gerade noch leveln kann, weil die alle schon auf komplett 10 stehen. Dann nehmen wir doch Peanut Butter mit. Und los geht's. Einfach nur ein Battle. Geil, straightforward. Command interface initiated.
einfach nach vorne und auf. I understand. Rolling. Confirmed. Affirmative. Yes, Commander. Onward. Eigentlich wäre es wahrscheinlich intelligenter gewesen, hier irgendwo zu kämpfen. Denn jetzt haben die Gegner den Höhenvorteil. Dadurch wird es ja erleichtert zu schießen. Standing by. Peanut Butter geil mit dem Skill, dass er direkt immer einen extra Evasion kriegt und als Guarded oder hier Entrenched zählt, wenn er sich nur normal bewegt. Obwohl er halt aber so habe ich meine Piloten eigentlich früher sonst immer gemacht. Also das Wichtigste finde ich, dass sie den Beschuss aufteilen. I've got eyes on hostile reinforcements. They're heading your way. Einfach immer mal zwar immer generell 20% Schadensreduktion zu kriegen, ist eh geil. Stop. You're just embarrassing yourself. Da ist auch ein Victor dabei. Damage is minor, Commander. Steht trotzdem natürlich nicht ideal, dass ich aber einiges einstellen. Direkt kommen ja auch noch Verstärkungen. Not much armor left in that location. So, was haben wir jetzt hier zuerst? Das ist der Victor, der nicht springen kann. Genau, der andere ist nämlich kaputt gegangen. Aber da steht er gut und trifft auch gut. Ich treffe den nicht so gut. Ich gehe erstmal auf den Grasshopper. Beide sind gefährlich. Der Victor, also die AK-20. Locking on target. Aber, ja, okay, Kopftreffer dabei, aber wir gehen jetzt erstmal weiter auf den Grasshopper. Schade, sogar noch außer Reichweite von dem Laser. Need something, Chief? Location confirmed. Giving them everything I've got. Go time! Tja, ist halt ein Grasshopper, hat ordentlich Panzerung verloren, aber bei dem Marauder wird es gleich intern gehen, das ist echt scheiße, also der hat jetzt echt schon ordentlich eingesteckt hier. Standing by. Deswegen müsste ich ihn jetzt eigentlich mal irgendwie ziehen ihn mal hier hin. Wir geben auch mal Vigilance aus. Der Grasshopper hat jetzt zwei, hier oben haben wir einen Warhammer, geil. Sehr geil, ist ja Standard, hat super krass Waffen dabei. Ja, wir werden aber weiter auf den Grasshopper gehen, einfach weil der weg muss. Und ihr seht, ich habe komplett verteilt jeden Bereich, sogar den Kopf, jeden Bereich einmal irgendwie getroffen schon. Das ist ideal für ihn, also so will man es haben, dass alles schön ausgenutzt wird, aber es ist natürlich ein bisschen kacke. Targeted for now. Aber jetzt genau, heißt auch, dass er so gut wie an jeder Stelle, die ich irgendwie treffe. Can't take much more of this. Mann, schieß doch mal auf den anderen. Der kann 20 daneben. Okay, fast alles daneben. Da ist wohl ein richtiger Lappen als Pilot drin. Aua, aua, aua. Oh nein, Targeting System destroyed. Das war teuer, meine ich. Ich glaube, in dem war das. My mech is coming apart around me. Genau, Hauptsache den einen Medium Laser noch auf den Zoll schießen. Light damage, holding firm. Also sowas checke ich dann immer mal. Das kann man machen, um allen einfach einen Invasion Marker zu klauen. Dafür ist es cool, einfach mal auf jeden zu schießen. Aber. Ja. Yeah. So, jetzt könnte ich weiter auf den Grasshopper gehen oder switchen auf den Warhammer, weil er einfach da ungedeckt steht. Aber wir werden erstmal auf dem Grasshopper bleiben. Ja, der ist jetzt an zwei Stellen schon offen, fast weg. Take a shot. Oh yeah. Wieder ordentlich verteilt. Kein Tor so ab. Hatte ich eigentlich drauf gehofft. Zeus. How might I help?
Wir gehen mal nicht zu nah ran. Viktor will eigentlich immer ran, aber da wir hier nicht springen können, der da aber schon. Consider it done. Auf eine AK-20 ist eh schon kacke, aber eine AK-20 ist halt. Beine ab, das Ermund zerstört, rechte Arm ab. Der Pilot müsste 1, 2, 3, 4 Treffer jetzt haben, inklusive dem Knockdown. Also 4-mal Schaden schon gekriegt haben, weil ja vorhin ein Kopftreffer mal war. Ja, okay, aber offensichtlich hat er 5 Lebenspunkte. Ja, wir geben dem nochmal alles mit hier. Here it comes. That's a kill. Waiting for orders. Ich werde nochmal Vigilance ausgeben, also weiter nach hinten gehen. Moving to position. Jetzt geht's weiter. Locking in all weapons. Alles getroffen, war nice. Das ist immer scheiße, wenn zum Beispiel hier so eine Verstärkungslanze, die noch ein Stück weiter weg ist, aber ja Sicht hat. Aber durch diese Leute hier ja Sicht hat, dass die immer schon von der ganzen Zeit LSR schießen können. Ich meine, das ist geil, so sind die Dinger ja immer auf dem Dach. Aber halt Sicht hat der Dinger. Oder hier, der ist gleich ziemlich durch. Also der ist schon ordentlich. Internal Structure Damage. Geht ein Nahkampfpfeiler. Aufgeheizt ist. Internal Structure Damage. Jetzt müssen wir mit dem Big Bauer in den Rücken kommen können. Reporting. Da bin ich auf jeden Fall im Rücken, kann mich aber nicht weit genug drehen. Ja, das ist natürlich scheiße. Das hier könnte auch das Rückenfeld sein, aber dann habe ich selber den Rücken zu dem und vor allem zu den ganzen LSR da hinten. Nee, dann nehmen wir erstmal was anderes. Yep. Standing by. Er ist, glaube ich, so schon im Rücken. Wäre so aber definitiv. Ja, er geht im Rücken. Und wird die LSR sekundär schießen auf den da. Einfach um schon mal anzukratzen. Und ist es auch ein Breaching Shot? Achso, ja, okay, auf ihn trifft er natürlich von Tal. Ich war gerade irritiert und dachte, hey, wie ist doch eigentlich rückenbereit? Roger that! AK-10 im Rücken natürlich auch schon geil. Ist doch irgendwas kaputt gegangen hier, aber nichts Schlimmes. Geil ist natürlich hier, dass er im Center-Torso jetzt schon ziemlich durch ist. Ich schaff's aber echt nicht mit dem. Doch. Hier, das zählt glaube ich auch noch als Rear. Oh. Confirmed. Ja, sehr schön. Locking on target. Welchen Torso kaputt gemacht? Solid connection on that. Center getroffen. Hätte ich vielleicht sogar gezielt schießen sollen. Good to go. Immer nur hier lassen den halt ohne Deckung stehen, sollte ich auf den Highlander gehen. Ist zumindest jetzt die linke Seite, wo das Bein hier schon angeschlagen ist. Das ist sehr schön. Man könnte die LSR sekundär schießen, weil ich da nur eine 60%ige Wahrscheinlichkeit habe. Nee, so nicht. Das auf B ist aber auch. Ach nee, also meine Fresse. Das auf A so und den Rest auf B. So rum wollen wir das haben. Genau, haben wir nämlich 80 statt 60%. Er kriegt eine zweite LSR-20 ab, hat ja gerade schon eine gekriegt. Oder nee, eine LSR-15 hat er gekriegt, okay. Und der ganze Rest geht auf den Warhammer. Das finde ich total. Deswegen ist es so wichtig, dass man das mit diesem Beschuss aufteilen hat. Also es ist natürlich ein bisschen lebensnotwendig. Man hätte jetzt auch hier auf die LSR verzichten können, dann hätte er auch keine Hitze gekriegt und so. Aber ich finde es irgendwie immer ätzend, wenn man die Option einfach nicht hat. Confirmed. Gebe wieder Vigilance aus, weil ihr seht, der Marauder ist ziemlich im Sack. Deswegen verteilt aber auch nochmal alle Waffen. Giving them everything I've got.
Enemy sehr destroyed. Gut, haben wir zwei Mechs schon raus, aber wir haben halt den Black Knight und den Victor vor allem da stehen. Da kommt einiges an LSR, da ist bestimmt ein Katapult dabei, gucken wir mal. That shot went internal. Ah, bleib doch mal länger da drauf. Ich kann nicht sehen. Schon ein paar. Aua, legt die Torso ab, damit sind natürlich auch der linke Arm und die Waffen schon mal weg. Genau, switch bitte auf den Heilen. I'm under heavy fire here. Jetzt gucken wir mal einmal, was hier kommt. 65, 95, 60. Okay, das ist wahrscheinlich ein Katapult. Da sind die ganzen LSR hergekommen. 60 Tonner, keine Ahnung. Könnte ein Quickdraw sein mit einer LSR 10, weil da war eine zweite LSR dabei. Und 95 Tonner ist wahrscheinlich eine Banshee. Ich hoffe nur die normale, weil es ist schon relativ heftig, was da kommt. So, jetzt muss ich mal kurz überlegen, wie ich das mache. Ah, okay, nee, ist ja diese Runde noch, alles klar. So, was haben wir denn hier? Der Victor hat gerade hier, der Black Knight ist fast komplett ungeschützt und hat nur ein Evasion jetzt dran. Obwohl wir jetzt mit dem Victor schon angefangen hatten und der Victor auch, also die AK-20 halt gefährlich ist, ist ein Black Knight halt ultra krass, ähnlich wie beim Grasshopper. Eigentlich noch krasser, also von den Waffen, ich meine, das ist ja total krank hier. Der ist zwar schon total aufgeheizt, das heißt, der wird jetzt gleich wahrscheinlich Nahkampf machen, aber ich denke, wir machen yes, den mal kaputt. Okay, der Zeus ist auch ziemlich aufgeheizt. Ich würde. Deswegen wird man eigentlich jetzt. Ja, doch, komm. Einmal gehen wir auch in den Nahkampf. Haben kein Evasion hier gleich dran. Das ist ein bisschen doof. Aber wir bauen unsere Hitze ab. Geben dem jetzt einmal gut ein. Oh, haben sogar zwei Evasion trotzdem dran. Und es gilt auch da. Da, noch ein Mech. Wenn die jetzt eher auf den Zeus gehen als auf den Marauder, sollen wir das doch recht sein. Noch 95 Tonnen. Alter. Yes, Commander. Jetzt nicht so geil. Okay, der Victor wird auf jeden Fall die AK jetzt schießen und nicht in den Nahkampf gehen, aber ich bleib da verstehen. Deswegen. Ja, kriegt der Black Knight. Wenn die AK-20 trifft, kippt er wahrscheinlich sogar um. Wir können ja mal hier unser Kulig anschmeißen, wenn das so ist. Unleashing hell. Nee, ich hätte gedacht, das macht mehr Stabilitätsschaden. Good to go. Small schon mitschießen. Ja, das machen wir. Das machen wir, teilen wir auf. Und hier geht die LSR hin. Genauso gehen wir da konstant weiter. Und hier geht der ganze Rest auch. Hoffentlich kippt er jetzt mal um. Multiple targets confirmed. Laserwaffen machen halt nicht viel Stabilitätsschaden. Scheiße. Ja, hätte vielleicht nicht dabei. Die macht nämlich auf jeden Fall mehr Stabilitätsschaden. So, der Marauder ist ziemlich done, also ne, hier hat nur noch zwei Waffen, ist ziemlich im Sack. Da könnten wir jetzt auch einmal in Nahkampf gehen, aber dann ist er natürlich Ziel Nummer 1. Ich lasse ihn stehen. Ah, okay, er kriegt das nicht, hat die Fähigkeit nicht. Ja, müssen wir das nochmal ausgeben. Schießen die zwei Waffen. Ich weiß nicht, was er macht. Super zerstört. Oh, und vor allem der Pilot. Oh mein Gott, das war ein komplett Zehner. Mein Marauder hat schon welche. Also ich habe ja zwei Anlauf. Ich habe auch noch einen, glaube ich, in Storage. Aber damage is light. Ja, der Pilot, Junge. Das wird echt heftig. Also mit meinen drei Mechs, okay, die beiden hier kein Problem, aber den Rest da hinten noch platt machen, das ist schon ordentlich. Reporting. Victor könnte man nochmal stehen lassen. Ach ne, der trifft da gerade nicht wegen dem Zeus. Orders. Position confirmed. Alles auf die Black Knight. Beides ab, sehr schön. Scored a critical hit.
Frage, ob ich schon auf den Victor switchen soll oder nicht. Awaiting order. Kommen würde. Ah, okay, ich krieg den Torso nicht weit genug gedreht. Aber hier. Ja, machen wir mal, denn eventuell habe ich Glück und komme mit der AK-20 direkt irgendwo im Center oder so. Wir können ja mal gezielt schießen. Auf den Center Torso. Gordon, critical hit. Aber ich weiß nicht, ob da. Doch. Das heißt, er ist fast im Sack. Waiting for order. Wir halt nochmal nach hinten kommen. Schaffen wir jetzt diese Runde nicht. Gehe ich mit dem Highlander mal hier ganz nah dran. Heading out. Lassen wir ruhig so. Kriegt er jetzt die Smalls? Der Rest geht hier drauf. Vielleicht reicht das. Affirmative. Ist das weg. Das heißt, den Victor sollte ich eigentlich vor allem durch Schuss in den Rückenbrust kriegen. Das ist natürlich gut, weil der hier steht, können die anderen jetzt da alle noch ihre LSR machen. Das ist echt ärgerlich. Commander. Heavy damage. Die wäre geil als Beute, aber das wird echt heftig, das zu schaffen. So, ich bin auf jeden Fall vor dem Typen hier dran, also vor dem Victor. Das heißt, wir lassen unseren Victor stehen und schießen nochmal präzise ins Center. Einfach. Mech Warrior, show him what you got. So, jetzt müssen wir echt gut gucken. Also hier ist eine M-Banshee. Wahrscheinlich ist das andere auch eine Banshee da, der 95-Tonner. Wenn das ein Quick-Draw ist, sollte man den zuerst angehen, weil er nicht viel aushält. Die Banshee hält halt echt schon ordentlich aus. Aber das ist der einzige, den ich da gerade sehe. Und der steht relativ beschissen. Aha, hier habe ich keine Sicht. Hier aber auch nicht. Okay, dann bleibt er einfach eine Runde stehen und schießt seine LSR. Da geht doch gut. Yes, Commander. So, den Zeus. Er könnte hier alles schießen. Aber dadurch sieht mich die Banshee auch noch. Nee, ich glaube, wir sprinten mal hier zu unserem Kollegen rüber. Genau, bauen dabei Hitze ab, stehen ganz gut. Und die müssen jetzt alle erstmal über den Hügel kommen. Oh, ein Jäger. Okay. Der, Losing Armor. Das ist 6A. Der mit den zwei LSR. Ja, 6A. Die geilste Variante, habe ich glaube ich schon 100 Mal gesagt. Sollte man kaputt machen, hat auch nicht so viel Panzerung. Er hat schon gezogen, das ist sehr geil. Einer zieht noch, das kann dann nur die hintere Banshee sein, der Quickdraw oder was. Wenn es ein Quickdraw ist, hat nichts gemacht. Jetzt könnte ich mir überlegen, hier rüber zu gehen und auf die Banshee zu gehen, weil er hier gerade, der hat 40% Schadensreduktion. Ich glaube, das mache ich auch. Ja, Benji. Moving out. Ach, Scheiße, hat auch Schadensreduktion. Ah, ist egal. Target acquired, locked in. I'm here. Ja, komm. Eine Lokale. Coordinates received. Oh, wir haben genug gesolft. Dann gehen wir doch mal. Zack. Engaging Target. Center schon relativ low. Sollten wir vielleicht mal gezielt. Waiting for orders. Also wäre nicht das Blödeste. Mach ich jetzt auch mal. Structure exposed, hat aber irgendwie taking a critical hit. Okay, everybody. Let's hit him where it hurts. Ja, ist gut. I'm taking heavy hits, Commander. Okay, ist sogar tatsächlich nur da auf dem Center. Was haben wir hier? Der Highlander ist etwas verfrüht dran, weil ich hier dieses Dings gekauft habe. Also weil ich in diesen Invasive Stance da gegangen bin. Hier, das gibt dann auch... Oh ne, Vigilance. Das gibt dann auch nämlich immer +1 zur Initiative. Jetzt ist die Frage.
die beiden sind noch dran, der Jäger nicht. Wenn ich hier hingehe, kriegt das in den Rücken, das ist nicht so geil. Gehe ich wohl einfach hier hin. On my way. Nochmal gezielt schießen. Ach, warum nicht? Wir haben es noch. Sirens, all weapons. Wieder nichts Schlimmes. Mein Zinkstor ist völlig egal. Reporting. Am liebsten würde ich ihn ja stehen lassen, weil die Position eigentlich nicht schlecht ist. Mache ich auch nicht. Ich drehe den nur ein bisschen. Cooling. Das ist natürlich der rechte Arm, wo die AK drin ist. Der ist schon offen, das ist blöd. Komm, und wir nehmen nochmal einen Precision Strike, weil der Center jetzt offen ist. Ein bisschen Glück. Unloading a full tower. Ja, doch, sehr schön. Das ist natürlich mal richtig schwer, dass jetzt dann eine fette Vieh schon mal weg ist. Aber zack, kommt direkt der nächste. Ist zum Glück nur die Standard-Banshee, die ist schwächer als die M-Banshee, also ich krieg ja die Marik-Banshee, also eigentlich ist die Steiner-Banshee am geilsten, aber die ist halt auch sehr langsam. Und die Marik-Banshee ist aber super, okay, das war sie nicht, das hier war sie. Ist halt super geil, weil die 2 PPK, 2 Laser ist schon okay, also ist jetzt nicht schlecht. Plus halt die Nahkampfstärke, die er immer hat. So, als nächstes würde ich wohl den Jäger-Mech angehen, weil der ist am schwächsten gepanzert von den allen hier. Der Quickdraw ist auch nicht super. Ah, die sind sogar gleich, das wusste ich gar nicht. Ich dachte, der Jäger-Mech ist noch schlechter. Aber ich glaube, diese 2A oder die 6A-Variante hat etwas mehr Panzerung als der Standard. Roger that. Let's get this done. Ja, 20 Crit, aber noch ist er dran. Ja, da steht er natürlich jetzt mal richtig scheiße. Wir werden jetzt erstmal die AK ziehen. Komm, wir lassen ihn einfach nochmal stehen. Haben auch nur noch 2 Schuss. Okay, von daher kommt das eigentlich alles super hin. I understand. Man könnte ja zum Beispiel auch gezielt auf den Kopf gehen und sagen, okay, gezielter Schuss Kopf. Ich meine, wenn man das Glück hat, man trifft mit der AK-20 den Kopf, ist der direkt weg. Aber man hat, glaube ich, eine, also wir können ja mal gucken, wir haben aber eine ultra geringe Trefferwahrscheinlichkeit. Mit dem gehe ich zumindest ein Stückchen zurück. Wir können ja mal gucken, wie das wäre bei einem Precision Strike Kopf. Ah, okay, sogar 18%, gar nicht so wenig. Aber voll oft steht da irgendwie 2% oder sowas, ja. So, und wenn ich dann überlege, okay, ich habe vielleicht nur eine 2%ige Wahrscheinlichkeit, überhaupt diese Zone zu treffen, und überlege dann noch dazu, dass vielleicht auch nicht die AK, sondern dann nur so eine einzelne Rakete oder sowas trifft, dann ist das eigentlich schon fast vernachlässigbar. Deswegen mache ich das in der Regel nicht. Ich werde jetzt hier auch keinen Precision Strike auf den machen. Ich werde den Beschuss aufteilen und die LSR irgendwie mal eben gucken. 60%. 90%, besser. Okay, so werden wir es machen. Das alles hier auf den Jäger-Mech und die LSR nach da hinten und Feuer. Roger that. Mensch, hier hat natürlich richtig Fettpanzerung. Und die sind beide hier, obwohl sie leichter sind, besser bewaffnet. Deswegen, wenn wir die jetzt wegkriegen, soll der Zeus nochmal wieder zuhauen. Warum eigentlich nicht? Move order received. Roger. Ja, obwohl alles intern, leider nichts passiert. I'm taking internal damage. My internals are taking a beating. Okay, cool. Der Victor kann tatsächlich seinen letzten Schuss AK Munition noch abschießen. Sehr nice. And you win. Das heißt, wenn jetzt der Arm abfallen würde, wäre zwar trotzdem doof wegen Schäden und Kosten und sowas, aber dann passiert nichts. Ja, und der Lappen trifft noch nicht mal. Was auch gut ist, weil die Banshee echt viel Schaden machen. Reporting. Major armor loss.
So, Highlander Zeus, Highlander Commander. Zeus. Worauf gehen wir? Krypto oder Banshee? Banshee steht ungeschützt da, also gehen wir wahrscheinlich jetzt erstmal auf die Banshee. Roger that. Ja, wir haben hier genug Dings. Deswegen mache ich das jetzt einfach nur, damit die LSR noch eine bessere Chance hat. Besser. Da ist wieder blöd. Hier wäre gut. Ah, kann ich die Small Laser nicht mitschießen. Hier auch noch nicht. Hm. Ja, gehen wir halt hier hin. On it. Hier, wir haben doch. Oh, der hat gut getroffen im Center. Das heißt, vielleicht geht es ja jetzt da rein. Locking. All let's go! Ja, der hat schon intern jetzt hier. Aua, aua, ist auch bei mir, ist nicht so gut. That shot got past my armor. Also vielleicht sollte ich den Victor wieder umbauen, weil die Jump Jets, also hier sieht man es jetzt, so der Victor kommt halt hier nicht wirklich weg. Natürlich, ich könnte jetzt sprinten oder der Zug geht auch noch einigermaßen, weil er hier glaube ich nicht in den Rücken kommt, das müsste da irgendwo sein, wenn er so gedreht ist. Aber mit Jump Jets ist halt alles gar kein Problem. Dann springst du jetzt hier hinter, schießt ihm alles in den Rücken und bist glücklich und alles funzt. Tja, aber der Victor, der ist eh relativ erledigt. Komm, wir prügeln uns eine Runde. Vielleicht treffe ich ja den Center. Nein, voll auf dem Panzer. Sowas checke ich dann immer nicht. Das war voll der komische Zug. Also er hätte jetzt einfach nochmal auf den Victor hauen sollen, weil alles Mögliche schon offen ist. Er hätte ein Stück hier in den Wald gehen können, alles auf den Victor schießen. Aber da, ich meine, was soll das? Wofür stellt er sich jetzt da hin? Standing by. Ich ihm jetzt hier in den Rücken schießen kann, oder was? Ich meine, wäre jetzt gerade sogar ganz geil, weil er vorne auf ist und vor allem nur noch 13 Punkte. Okay, dann nehmen wir erstmal den Highlander und schießen nochmal gezielt auf ihn. Auf dem Center. Das mit dem gezielt schießen finde ich schon echt heftig, weil diese Banshee, wenn ich die normal beschossen hätte, die hätte keine Ahnung, ewig gehalten. Eigentlich Quatsch, ich hätte glaube ich mehr Schaden gemacht, wenn ich alle Waffen geschossen hätte, aber der ist total überhitzt. Boah, weil er trotzdem nochmal so viel. I'm not gonna have a mech left if I keep taking halt hits like that. Durchaus ein Problem ist Quick Draw. Reporting. Ja komm, wir prügeln ihn jetzt einfach kaputt. Ready for orders. Weil der Highlander hat so viele Waffen. Der wird eher nochmal schießen. Ja. Targeting for an alpha. Seite schon komplett. Targets taken a critical hit. Yes, LRMs are out. Zeus sollte jetzt auch noch mal schießen. Achso, der steht hier unten. Ja. Ja. Location confirmed. Auch wieder komplett von der linken Seite. Sehr schön. Haben wir's. Okay, also da muss ich ja sagen, vor allem bei den Verstärkungen mit den beiden 95 Tonnen, da habe ich ja schon kurz gedacht, so, es wird heftig. Aber ging ja dann doch. Ich meine, wir haben die eine Banshee super schnell ausgeschaltet, die Banshee M. Hoffentlich, ich hätte die gerne als Dings. Peanut Butter ist zum Glück nicht gestorben. Er ist zwar komplett verletzt, für 55 Tage raus, aber er ist nicht gestorben. Der Marauder ist zerstört, das werden die mir gleich sagen. Die beiden Mechs müssen repariert werden. Von daher ist es sogar eigentlich gar nicht mal schlecht, zu diesem weit entfernten Flashpoint zu fliegen und damit die hier Zeit für Reparaturen haben. Deswegen... Geil, ich habe zwei M-Teile schon. Zack, das heißt, wir haben gleich eine komplette Banshee M. Mega geil, ich liebe diesen Mech. Wir können hier noch looten, dann haben wir eine komplette zweite Banshee E. Da habe ich ja eh schon einen von in Storage. Wir könnten auf den Victor gehen, nochmal. Oder auf den Black Knight. Ah, nehmen wir den Victor. Wir müssen natürlich auch einmal nach besonderen Waffen gucken. Hier ist wieder so ein... wieder zwei geile Laser mit Plus-Damage. Auch der Small Laser mit plus 5 Damage ist geil. Sowas ist nicht schlecht, habe ich aber, glaube ich, in Storage. Okay, nehmen wir das noch.
Ja, haben auch keine weiteren Mech-Teile bekommen. Einiges an Waffen, aber leider keine besonderen. Ah, hier haben wir noch ein verbessertes COM-System gekriegt. Das ist natürlich geil. Und den Targeting-Computer. Ja, das ist doch in Ordnung. Ist doch eine super coole Beute, würde ich mal sagen. Warum stand da 32 Items Received? Wir haben doch 419 als Beute eigentlich gehabt. Keine Ahnung. Scheißegal. Mehr Loot, immer gut. So, ja, okay, Victor 9B mit Jump Jets, schon klar, aber hier, Banshee M, hier. Very poor Heat Management, ach, scheißegal. Banshee 3E ist klar. Marauder zerstört. So, jetzt muss ich hier mal gucken. Also, die Banshee M wird auf jeden Fall eingesetzt. Den Victor hätte ich aber auch gerne. Dann würde ich den nämlich wieder mit Jump Jets machen. So ist die Frage, was schmeiße ich raus? Den Zeus finde ich eigentlich ganz geil, den schmeiße ich nicht raus. Achso, nee, das ist der neue Victor. Das ist unser alter, der ziemlich beschädigt war. Aber eigentlich sind die ganz cool. Das Katapult werde ich wahrscheinlich eher nicht mehr so wirklich einsetzen. Machen wir den in Storage, dann haben wir da den Marek Benji und die E kann in Storage. Ja, sehr schön. Okay, dann reparieren wir jetzt einmal alles, also geben für alles die Aufträge. Und geil, der Victor, obwohl der echt mega viel eingesteckt hat, ist es nichts kaputt gegangen. Das heißt, alles ist reparierbar und kostet uns nicht viel. Zeus auch, sehr schön. Jetzt können wir die Marek Benji und den Victor noch ausrüsten. Dann stellen wir hier die Aufträge ein. Und dann geht's ab zu dem Flashpoint. Ich glaube, den machen wir auch noch. Video ist zwar schon relativ lang, aber den machen wir, glaube ich, noch mit. So, ihr seht, der könnte durchaus ein bisschen mehr Panzerung haben. Aber wir gucken mal, der hat 8 Energieaufhängung. Alter, krass. Und 6 für hier so Mini-Weapons. Junge, dann würde ich sagen, kriegt er auch Mini-Weapons. Also dann gehen wir hier nicht komplett auf Energie. So, sondern wir gehen mal hier ordentlich auf Nahkampf. Mal 2 Tonnen mit. Eine hier, eine da. Okay, dann sollten wir wahrscheinlich auch ein bisschen aufpanzern. Ja, jetzt haben wir noch genug Energiewaffen. Da könnte man ja sogar weggehen von dem PPK und mehr auf Laser. Wobei 2 PPK eigentlich immer geil. Nö, wir geben dem mal 2 PPK. Einfach, weil es so gut ist. Hier haben wir eine mit Plus Damage. Ja, alles klar. Mit Plus 10 Damage jeweils. Das ist natürlich richtig cool. Okay, aber jetzt sind wir natürlich tonnagetechnisch schon ziemlich hoch. Haben noch keinerlei Zusatz-Heatsinks. Das ist natürlich nicht geil. Ich glaube, nee, dann geht das nicht. Dann gehen wir eher auf Large Laser. Gar nicht auf Large, sondern nur echt auf Nah. 10 Damage, okay, nehmen wir mal gucken eben. 2 von den Larges, okay, das ist auf jeden Fall schon mal wesentlich besser für Hitze und Dings, weil jetzt haben wir gerade nur 2 Large Laser und eine Menge MGs. Geben wir dem auf jeden Fall noch 2 Medium Laser. Hier haben wir auch, ja genau, welche von denen auch mit Plus Damage. 1, 2 schon mal. So, und jetzt müssen wir erstmal ein bisschen nach Hitze gucken. Heat Exchanger, nö, das lohnt sich glaube ich nicht. Das passt da nicht rein. Pyro, plus 2 Mini-Hit ist nicht schlecht. Plus 3 Hit Defense, ne, wir machen mal das. Damit, wenn wir mit dem zuhauen, was wir ja mal wollen, weil die jetzt ja trotzdem alle mitschießen. Wir mehr Schaden machen. Komisch, Mortar habe ich auch. Ach ja, genau, das war aber das. Der hat nur einen Schuss und dann sehen wir leer. Keine Ahnung. Rangefinder passt nur in den Kopf. Da ist aber ein MG drin. Das führt nicht. Wobei, wir können es eigentlich rausnehmen. Haben wir halt 5 statt 6. Der hat der Tonnage. Und dann nehmen wir den. Zack. Besser ist natürlich immer das, was Injuries verhindert. Habe ich aber, glaube ich, nicht. Aber hier auch geil. Ne, habe ich nicht mehr. Wir können ihm jetzt noch einen A-Mod geben, damit der mehr Mini-Schaden macht. Hier haben wir 4 Stück von. Bei dem plus 10 Damage. Ich weiß nicht, ob es stackt. Ob das jetzt so plus 20 sind, wäre natürlich geil. Machen wir einfach mal. So, wir haben noch 6 Tonnen. Der braucht auf jeden Fall ein bisschen was an Zings. Aber der braucht auch eigentlich noch ein bisschen mehr Panzer. 1, 2, 3 Zusatz-Heatsinks.
Jetzt haben wir noch 3 Tonnen. Ich mache erstmal ein bisschen Panzer oben drauf. Okay, so wären wir jetzt genau bei 95 Tonnen, sind jetzt in der Front super gut gepanzert. Im Heck ist er sogar auch ziemlich gut gepanzert. Hitze ist hier auf der Mitte. Ich weiß ja mal nicht, ich habe mich auch nicht mit befasst, habe ja auch keinen Bock, wie viel, was, bla und effizient. Ich sehe das so, wir laufen auf den Gegner zu, der ist ja relativ schnell für so einen fetten Mech. Ballern die ganze Zeit die Laser, das ist jetzt nicht überragende Feuerkraft, aber ist okay. Wenn wir haben vor allem, weil wir hier auch extra Damage mit dabei haben. Und wenn wir jetzt näher ran sind, dann gehen wir auf jeden Fall in den Nahkampf. Dabei bauen wir wieder die Hitze ab, hauen ordentlich zu, weil wir leichter treffen und mehr Schaden machen und die ganzen MGs mitschießen. Und können uns dann immer entscheiden, ob wir uns nah an Gegner ranstellen und alle diese Waffen hier schießen oder ob wir einfach immer zuhauen und die MGs halt nur schießen, weil die ja mit dazu zählen. Man müsste mal überlegen, hier so ein Laser macht, glaube ich, eigentlich 40 Schaden und mit dem Plusschaden dann 50. Das heißt, das sind 100 und das sind 25, aber achso, da steht es ja, Damage 35 und hier Damage 50, genau. So, das heißt, wenn ich die Laser alle schieße und alle treffen würde, wären das 170 Schaden. Im Mini müsste der eigentlich 110 oder so machen oder 120, keine Ahnung, 130, 140. Okay, das heißt, man würde leicht mehr Schaden machen, wenn man die ganzen Waffen hier schießt, weil wie gesagt, die MG schießen ja eh immer mit. Aber das verteilt sich halt und es müsste treffen und Melee ist so gut wie garantiert, dass wir immer treffen mit dem. Und es ist auf einem Bereich. Das heißt, gefällt mir eigentlich ziemlich geil. Also, machen wir so, wir laufen ran, ballern die ganze Zeit und sobald es irgendwie geht, wird halt zugehauen. Finde ich ziemlich geil. Das gefällt mir sehr gut. Ich hätte gerne PPK da drin gehabt, aber das kriegt man nicht hin von der Hitze und vom Heat Management. So gefällt mir das wesentlich besser. Und wir haben keine Minimalreichweite. Sehr geil. Logged and noted. So, und den Victor hier, der kriegt auf jeden Fall diesmal Jump Jets, weil ich hätte gerne einen, der ein bisschen cooler ist. Eine Tonne. Und warum ist das H? Muss es nicht eigentlich eine Jump Jet A sein? Also nicht Heavy, sondern eine Soul? Aber kein Plan. Scheint zu gehen. Movement ist da. Okay. Victor muss aufgepanzert werden, weil es einfach kacke ist, wenn nicht. Vielleicht lassen wir die KSL weg. Normalerweise hat er eine AK-20, KSR-4 und 2 Mikro-Laser. Vielleicht lassen wir die KSR komplett weg und das ist die Tonnage, die ich nämlich jetzt gerade dann hier ausgebe für Panzerung und sowas. 220. Beine müssen nicht viel drauf. Machen wir mal so. Ein Auxiliary sogar, okay. 3 Munitionsdinger. Ah ja, okay. Aber halt alles nur im Arm. 2 Raketenslots. Man könnte ihm auch eine AK-10 geben, aber das ist ja irgendwie, das macht ja keinen Spaß. Also ich meine, das ist ein Victor. Victor braucht eine AK-20. Wir können ihm hier auch so eine krassere geben mit erhöhtem Schaden. Dann hätten wir 110 pro Schuss. Natürlich auch krass. Noch mehr Stability Damage. Aber ich glaube, ich gebe dem einfach nur eine ganz normale, weil bei dem ist das Risiko zu hoch, dass die kaputt geht. Dass der Arm einfach kaputt geht. Wir geben dem auch mal erstmal 2 Tonnen Munition. Geht sogar eigentlich alles von dem Arsch. Geben wir dem 2 Medium Laser. Ich glaube, normalerweise würden die hier halt das Doppelte wiegen. Das heißt, wir hätten jetzt noch 4 Tonnen mehr, wären wir schon bei 78 Tonnen. Und dann würde es mit der KSR nicht mehr passen. Aber so geht's ja noch. Okay, Hitzeeffizienz völlig behindert. Macht aber nichts. Geben wir dem trotzdem eine KSR. Geben wir dem hier die 4er mit Extra Damage. Oder die auch mit dem gleichen Extra Damage, aber mehr Stability Damage auch dabei. Ja,
Genau, kriegt er hier die verbesserte, weil warum nicht? Eine Tonne Muni reicht für eine KSM-4. So, man könnte jetzt überlegen, ihm noch eine Tonne AK-Muni zu geben. Aber ich glaube, das mache ich nicht. Sondern er bekommt jetzt einfach mal noch die 10. Über einen hier, einen da. Jetzt haben wir noch eine halbe Tonne über. Hitzeeffizienz immer noch nicht gut. Ja, oder wir lassen ihn doch weg. Lassen die doch weg, geben dem noch mehr Wärmetauscher und Panzerung, aber dann ist die Bewaffnung so relativ mal. Wobei, doch, das ist gar nicht schlimm. Weil, wenn man hier überlegt, dass der springen soll und immer in den Rücken schießt, dann reicht das eigentlich. Also, weil ich meine, die AK-20 muss nur einmal richtig gut treffen und schon ist der Gegner weg. Deswegen gehen wir hier mal eher auf die. Setzen wir mehr auf die AK-20. So, machen wir so. Haben ordentlich Panzerung, auch im Rücken die Panzerung, sind maximal gepanzert in den ganzen Bereichen, nur im Bein nicht. Und können immer schön hinter den Mech springen, AK-20 schießen, ist ziemlich geil. Jetzt könnte man überlegen, ob man dem hier noch irgendwas Lustiges gibt, sowas hier. Wenn man mal einen Todessprung machen will, nur Self-Damage, aber eigentlich macht man das mal nicht. Felder auch, dann ist man wieder da hin. Nein, lass mal einfach. Targeting Computer kostet Tonnage. Okay, können wir dem nicht geben. Dieses Ding mit extra Resolve, das Comp System. Ja, dann kriegt der ein Comp System, weil warum nicht? Wir haben es ja gerade. Könnten jetzt auch noch wieder über sowas wie ein Armor nachdenken, damit der auch mal zuhauen kann. Aber ich glaube, wir setzen bei ihm wirklich auch komplett auf die Sprungfähigkeit und die AK-20. Jetzt hat er trotzdem nur 2 Tonnen. Ist aber egal. Also, wenn er schafft, 2 Tonnen Munition ordentlich rauszuhauen, right. Hat der Victor sowas von gelohnt. Das geht schon in Ordnung. Okay, jetzt machen wir hier die Tasks noch in eine vernünftige Reihenfolge, wobei das schon ganz gut aussieht. Der ist dann bald fertig, den Grasshopper auch, Archer, Highlander, Victor. Zeus schiebe ich auf jeden Fall noch nach oben, weil er einfach nur sehr kurz braucht. Ich hätte ja gerne die Banshee M, also die schiebe ich auf jeden Fall. Ach, wobei die brauchen so lange. Ja, ich mache das trotzdem so. Okay, und dann. Wir gucken einmal in den Barracks vorbei. Gucken mal, ob wir noch. Need something, Chief? Jawohl. Mech Warrior Training complete. Waiting for. What? Not awaiting orders. Training confirmed, Commander. Standing by. Training complete. Reading you. Commander? Standing by. They will be done. Das sieht doch pilotentechnisch auf jeden Fall schon mal sehr gut aus hier. Okay, und dann würde ich sagen, fliegen wir jetzt echt hier unten. Calculating course now, Commander. Durch diese 38 Tage ist auf jeden Fall ordentlich Zeit für Mech Repairs. Ich habe jetzt nicht gerechnet, man hätte auch gucken können, ob die vielleicht alle fertig werden oder so. Gucken wir gleich nochmal. Financial Report, ja. Och, Alter, lass mich doch mal gucken. Ich meine, man könnte auch einfach mal auf Pause drücken und die Zeit nicht so schnell vorlaufen lassen, aber. Okay, was haben wir hier? Ein Event. Ah, okay, das sage ich schon mal. Hier nackt schwimmen im Low-G-Pool. Und das geht ja eigentlich nicht. Die eine regt sich drüber auf, der andere sagt, ach, wieso, ist doch kein Problem. Also, was machen wir da? Ich sollte jetzt mit der Crew reden. Nein, wir werden die Aufnahme einfach löschen. Das hat niemals stattgefunden. So, und zack, erledigt. Und die Moral geht dadurch nach oben. Das ist doch perfekt. Können wir jetzt eben einmal gucken. Hier ist nämlich Travel 2. Okay, und alle sind davor fertig. Nice. So wollen wir es haben. Nur hier der Peanut Butter ist noch ein bisschen länger out of action. Aber wenn ich das richtig sehe, sind wir quasi, wenn wir da an dem Flashpoint ankommen, komplett aufgestellt. Das heißt, wir haben alle Mechs fertig. Alle Piloten bis auf Peanut Butter sind einsatzbereit. Besser geht's gar nicht. So.
Natürlich, es geht schon besser, weil ihr habt da gesehen, da ist, glaube ich, eine 10-Tage-Diskrepanz zwischen oder so. Der letzte Mech wird 10 Tage fertig, bevor wir am Zielort sind. Das heißt, 10 Tage haben die Leute da nichts zu tun und bla bla. Aber ich würde sagen, arschgeleckt, passt schon. I've got the financial report. Ja. Da wir genug Kohle haben, ist das hier eigentlich alles relativ egal. Wir bleiben aber auf normal, weil die Moral schon auf dem Maximum steht. Und deswegen, wir haben schon alle Vorteile, die man nur haben kann. Ne? Also die Argo ist komplett fertig. Moral ist perfekt, so dass wir immer schön Resolve kriegen in den Missionen. Also wir sind eigentlich echt richtig gut aufgestellt. Was jetzt noch fehlt, wären, ich sag mal, noch ein paar mehr interessante Assault Mechs, also zum Beispiel natürlich ein Atlas oder eine King Crab oder so, also auf jeden Fall noch 100 Tonner. Weil ich sag mal, selbst 95 Tonner, wir haben ja schon Banshee und so. Ich glaube, Mauler gibt es hier nicht. Finde ich super geil, gibt es aber glaube ich nicht. Job's done, Commander. So, Mercenaries the game, okay. Holovic Show. A bit stuck, what do you think should I do? Okay. Refit his mechs, improve the med bay. Training modules. Kriegt da extra Erfahrung. Ist doch nice. So, da sind wir. Ganz am Rande des besiedelten Raumes, wenn man so will. Okay, und da haben wir noch ein Event. Happy Accidents. New Supplies, okay. Und wir haben manche hier aufgemacht und bla bla bla. Okay, wir haben mehr Triple F Burger Meat als irgendwie gedacht. Okay, und sie sagt, oh, hoffentlich war das auch alles noch hier frisch und gut und so. Okay, und jetzt könnte ich hier quasi, also ich könnte das Fleisch einfach zerstören. Ich könnte extra Burger ausgeben, hier dem Young das geben, weil er sagt, okay, nee, er guckt schon danach. Ich könnte das verticken für ein bisschen extra Kohle. Oder ich könnte mit meinen Hydroponics, weil ich habe ja hier diesen super Garten schon auf meinem Schiff, authentischen Triple F Burger machen. Ja, das machen wir. So, meistens sind diese Optionen, die gehen dadurch, dass man die Argo schon so weit aufgerüstet hat, immer die besten. Und ja, so machen wir es auch. So, dann gucken wir doch mal nach dem Flashpoint. Ich hoffe, dass das jetzt nicht so was Komisches ist, wo ich irgendwie nur so leichte Mechs einsetzen kann oder so. So, das hier ist übrigens, glaube ich, der Lappen, der uns beim letzten Mal verarscht hat. Also, das war der Auftraggeber. Und, nee, sein Untergebener hat uns ja verarscht. Aber, naja, kann man nichts machen. So, was haben wir denn hier? Okay, sehe ich das richtig? Seine Supplies sind niedrig oder was? Okay, ich soll irgendjemanden safen. Ja, der ist irgendwie in so ein Syndikat, in die Fänge eines Syndikats gegangen. Okay, und wir sagen, ja, der muss ja offensichtlich ziemlich wertvoll sein, wenn du jetzt selber hier bist und den irgendwie retten willst. Und sagt, nee, der Typ ist total scheiße.
Ah, okay. Aber er hat in der Periphery, also wirklich so ganz, ganz weit draußen, was Besonderes gefunden und Haus Kurita will es haben. So, und wir sagen jetzt, oh, was Besonderes, um was geht's denn? Er sagt, ein Schiff, okay. Derelict Spacecraft of Unknown Origin. Okay. Okay, und wir sagen jetzt, ah, deine Regierung hat dich quasi dahin geschickt, damit du das Ding jetzt quasi untersuchst und safest. Und jetzt sagt er, nee, nee, überhaupt nicht. Er sollte eigentlich gar nicht in der Nähe sein. Okay, und sobald er hier fertig ist, geht er wieder nach Hero Titus, was wohl irgendwie so ein Freudenplanet ist oder so. Da war der Idiot nämlich schon mal. Genau. Okay, wir sollen halt einfach nur diesen Captain save. Okay, haben wir verstanden. Wir holen den da raus. Gibt's noch einen Namen? Also weißt du, gegen wen wir kämpfen? Ja, das macht das irgendwas auf. Sind einfach irgendwelche Kriminellen und bla. Okay. Wir sagen, aha, du hast also einfach keine Ahnung, ja? Ja, doch, das wurde bestimmt schon mal irgendwann gesagt. Aber es war ja schon irgendwie zwei... Monate ist das schon her und ich habe schon mehrere Flaschen von Jolovara irgendwie gesoffen seitdem und deswegen, ja, weiß ich nicht mehr. Oh, ist das ein Lappen, der Typ. Okay, aber wir sagen jetzt, ja, ja, komm, ist in Ordnung, wir machen das schon. Okay, die finden das jetzt hier teilweise noch so ganz charmant, aber ey, keine Ahnung. Also ich meine, ich sag ja, der richtig große Idiot, das war ja eigentlich sein Untergebener, der uns verarschen wollte und irgendwie Ehre für sich beanspruchen. Bla bla, ist ja bei Haus Kurita eh immer alles mit Ehre, weil das ja so Samurai-Nachkommen sind oder was weiß ich. Aber, also ich sag mal gucken, wie sich diese Mission hier entwickelt. Wir gehen wieder auf Maximum Loot. Ich guck mal, wie sich diese Mission entwickelt, weil ganz ehrlich, scheiße, haben wir den Grasshopper nicht ausgerüstet vorhin. Naja, da wären die 10 Tage jetzt gewesen, die man dann hätte... Nee, ich glaube, der wurde nur ready gemacht oder so. Aber naja, egal. Auf jeden Fall verkackt, was soll's. Also mal gucken, wie sich die Mission hier entwickelt. Aber wenn es irgendwie eine Option gibt von wegen, ey, pass auf, wir können auch dies und das machen, haben mehr Loot und dann sind wir halt gegen Haus Kurita, würde ich das sofort machen, weil der Typ geht mir auf den Sack. Wir nehmen mal die neue Banshee mit. Zeus, Highlander, Victor, wir lassen das einfach mal so. Es ist schon ziemlich überbesetzt eigentlich für diese Schwierigkeit. Ist mir aber egal. Machen wir trotzdem. Hab mal hier Mockingbird genommen und der kann und er... Okay, alle können sogar noch leveln, was ja ganz cool ist. Wir lassen uns jetzt einfach mal von dieser Schwierigkeitsangabe nicht foppen. Weil manchmal hatte ich ja schon mal irgendwann gesagt in so einem Video... Manchmal hat man es von einer Schwierigkeitsangabe relativ easy, was ja jetzt hier der Fall ist, vor allem für die fetten Mechs, die wir dabei haben. Und dann ist trotzdem voll schwer. Manchmal hat man Missionen, die ziemlich hoch sind in der Schwierigkeit, aber so überragend schwer ist das dann gar nicht. Aber wir gucken mal. Gucken mal, was das hier gibt. Eigentlich soll ich hier jetzt auch erstmal nur die Basis von so einem unbekannten Syndikat. Das könnte sich jetzt ja als alles rausstellen. Könnte ja auch sein, dass es gar kein Syndikat ist. I doubt we'll find much in the way of entertainment here. Sehr geil, wir kommen kaum voran durch das Waldgebiet. Sprinten, da sind natürlich Sprinten. I'm there. Aber so wie ich das hier gerade sehe, geht es ja nicht auf Zeit, deswegen. Move into position. So, da ist die Base. Aha. The area isn't clear. Eliminate hostiles and secure it before proceeding to your next objective. 50 Tonnen, 25 Tonnen, ja, ist ja ein Witz. Picked up the blip. 25 Tonnen auf dem Spiel. Er schießt auf den Baum direkt vor sich. Geil. Standing by. I'm confirmed. Echt einfach so. Ich meine, am Anfang war das ganz cool so, da war es uns auch teilweise ein bisschen schwierig, aber jetzt, also... Ich meine, gut, wir sind wahrscheinlich auch schon lange über diesen Schwierigkeitsgrad.
Aber ich wollte halt gerne diesen Flashpoint drin haben. Zum einen, weil ich selber wissen will, was mit diesem Raumschiff da ist und was sich da vielleicht noch so entwickelt. Und zum anderen, weil einfach ein Flashpoint vielleicht hier auch nochmal ein bisschen interessanter ist als einfach nur eine normale Mission. Yes, Commander. So, hier können wir schießen. Consider it done. Jetzt haben wir hier einen Enforcer. Gehen wir da auf den Enforcer. I have a good feeling about this. Dadurch, dass der nicht komplett aufgepanzert war, da gibt's schon direkt ordentlich Schaden und schon interne Schäden. Schlechte Piloten sind es wohl auch noch. Hat jetzt beide Waffen nicht getroffen, obwohl ich hier kaum gewählt habe. Okay, klar, ich bin erhöht. Deckung macht, glaube ich, einfach nur Schadensreduktion, aber nicht, dass man schwieriger trifft. Reporting. Ja, das ist jetzt natürlich der Victor ohne Jump. Jetzt hätte ich mal vorhin verändert. Yes, Commander. Ich habe ihn falsch gedreht, hätte auch hier gehen können. Er hat nämlich keine Deckung. Target confirmed. That's a critical hit. Standing by. Die Banshee will eigentlich ran, aber ich komme da irgendwie da nicht runter, ne? Da hinten. Ich glaube schon. Coordinates received. Engaging target. I need a new target. Commander? Machen wir jetzt Location confirmed. Engaging multiple targets. Das sah aus, als hätte er jetzt mit allen Waffen die gleiche Location. That one's gonna leave a mark. Waiting for orders. On it. Dass wir jetzt nicht einen Springer dabei haben, der mal hier wieder runternehmen könnte. Oder einfach mal zügiger da. I've got eyes on hostile reinforcements. They're heading your way. Ist aber hier bei den Max auch wieder dieses Piratenzeichen dran. Also, I'm under heavy fire. Hier oben sieht er ja immer quasi zwei Fahrzeuge. Ja, also der war ja auch irgendein Crime Syndicate, aber ich hätte jetzt ja trotzdem gedacht, dass es irgendwie sich rausstellt, dass es doch ein Haus ist dann oder so und der Typ einfach wieder Scheiße gelabert hat. Aber es scheint ja zu stimmen, dass es einfach nur so ein relativ easy Haufen ist hier. Runterlaufen und diese Basis dann ein. What's the plan? Moving out. Locking on target. That hit something good. Hey there. Standing by. I'm here. Location confirmed. Copy that. Scored a critical hit. Damage minimal. Also der eine Mac hier vorne spottet quasi hinten für den LSR-Typen.
Okay, wobei mich einer offensichtlich ja direkt zieht, sonst hätte er... That could have been worse. You have orders? Boah, ist das ätzend hier. Lass ihn jetzt rennen. I'll be there before you know it. What's up, boss? Genau. Roger. Yes, Commander. Order acknowledged. Roger, target confirmed. Mech destroyed. Good to go. Oder doch hier lang. Receiving you. Alright. Boah, deswegen liebe ich Sprungmax. Das ist dann alles so unkompliziert. Da muss ich hier wie so ein Idiot hier rumrennen. What do you need? Roger that. How might I help? Ja, da komme ich nicht runter. Da könnte man noch. Ich glaube auch nicht, dass es geht. Boah. Throttle down, moving out. Na ja gut, was nimmt man auch hier die mega fetten Mechs für so eine easy Mission? Reading you. Copy that. Yes, Commander. Move order received. Good to go. All in ass. Awaiting orders. Yes, Commander. Echt krass, wie weit der Wald hier läuft. Die Dinger sind eh schon langsam, die Max hier. Und dann noch mit den Abzügen da. I'm wounded. Reporting. Serious armor loss. Banked up real good. Reading you. Okay, ich kann zumindest schon mal alle MBS-Maschinen sehen. All weapons on go. Reporting critical hit. Orders. On my way. How's it going? Roger that. Firm. Yes, Commander. Confirmed. Unloading. Target eliminated. I'm taking some serious hits. Reporting internal damage. Location confirmed. Wir treten in dem Fall beiden direkt absteigen und noch den Gs hinterher. Mal Kopf getroffen. Ist doch ein Ort. Yep.
Here it comes. That's a kill. Awaiting orders. As you wish. Target acquired is locked in. Eigentlich der Centurion sah gerade von der Panzer insgesamt noch ziemlich gut aus, nur halt das eine Bein komplett ab. Das ist gerade jetzt nicht. I'm here. Move order received. That's a kill. Have no doubt, it will be done. Coordinates received. Order acknowledged. I understand. Location confirmed. On my way. Move order received. Be there in a jet. Roger. Move order received. What? Noch mehr Hostiles? Oder auch nicht? Mission successful. Hätte man sich vielleicht auch alles durchlesen können jetzt, aber ehrlich gesagt, nee, kein Bock. So, bisschen Zusatzbezahlung. Er findet das natürlich auch alles geil, ist ja klar, weil wir den Auftrag auch ausgeführt haben. Die Banshee ist beschädigt, hat hier interne Schäden, muss repariert werden. Also, und Pilot verletzt. Ansonsten nichts passiert, alles cool. Und Fettbeute. Ist natürlich alles so Beute, die man nicht unbedingt mehr braucht. Leider auch keine Pluswaffen, aber Blackjack vollständig, Centurion vollständig, Enforcer vollständig. Ziemlich geil, so könnte ich zum Beispiel drei Max direkt verticken. Und jetzt habe ich noch drei Felder frei. Ja gut, komm, nehmen wir halt Centurion-Teil. Kommando vollständig, okay, cool. Und das Trebuchet-Teil. Das ist doch ganz schnell, ganz gut. Wobei 23 Items, 27 hätte ich maximal erbeuten dürfen laut Contract. Das heißt, hatte ich jetzt, also hätte man einen zurückstellen können, hätte ich trotzdem alles gekriegt. Aber das weiß man ja vorher immer nicht, ne? That mech you wanted? Enforcer, that mech, yeah. Schon that klar, mech, alles super cool. Blackjack DB ist ganz cool. Aber die kommen sowieso in Storage und werden dann vertickt. Könnte man auch scrappen, aber es bringt ja fast nichts. So, okay, Files haben wir auch recovered. Ah ja, okay, wahrscheinlich haben wir jetzt erst rausgekriegt, wo der Typ ist. Okay, die bewegen sich aber wohl ständig und bla. Deswegen müssen wir diese Zeta-Lanze hier irgendwie platt machen. Und dann können wir nämlich der Spur folgen, die uns direkt zu so einem Typen führt. Okay, das sind wohl die, die den Schwarzmarkt betreiben. Genau, und das dachte ich mir nämlich schon, darum geht es vor allem, ne? Um Lost Tech, also um Technologie, die noch eben hier von der Star League ist und aus der Zeit. Und sowas will man natürlich immer haben. Oh. So, deswegen, mir ist eigentlich, geht es gar nicht so sehr darum, da diesen Auftrag für den Lappen da zu machen, sondern cool wäre, ja, der Planet ist eigentlich von der Schwierigkeit viel zu leicht für uns. Cool wäre halt, wenn wir irgendein cooles Zeug kriegen würden.
So, die Banshee ist reparaturbedürftig, deswegen setzen wir die jetzt auch nicht ein. Und den Victor, ich will lieber den mit den Sprungdüsen haben, genau den. Und dann nehmen wir mal, okay, wir nehmen den Phoenix Hawk mit, einfach damit ich irgendwas Schnelles dabei habe, was auch mal ja, sich ein bisschen mehr bewegen kann als diese riesen fetten Teile hier. Hätten auch hier noch was austauschen können, zum Beispiel wieder Marauder reinpacken, damit wir einfach immer diese permanente, ich glaube, 20% Schadensreduktion haben. Aber, ja, was soll's. Oder ich glaube sogar nur 10% Schadensreduktion, aber das wirkt sich auf jeden Fall krass aus. Also eine LSR, die nur 4 Schaden macht pro Rakete, macht dann immer nur noch 3, was ganz cool ist. Deswegen sagte ich irgendwann ja mal, dass man den eigentlich immer mitnehmen sollte. Beziehungsweise dann sein schweres Pendant mit dem Cyclops. Er sagt auch schon, hoffentlich ist das jetzt das letzte Ding, was wir machen müssen, wofür wir diesen Typen da eigentlich finden. Command Interface initiated. Okay, wo sind wir denn hier? Ah, okay. Der Typ droht uns direkt und sagt, ja, hier, Baumann, also da der Chef da ist hier und will eure Köpfe. Ja, aber bestimmt nie mit dem kleinen Netz da. Aha. Okay, da kommen jetzt wohl Drop-Pods. Und jetzt hat die gefragt, ja, woher, haben die hier ein Chip oder so? Und die sagt, nee, das können die nicht sein, die haben das nicht. Das ist von so einem Asteroid oder irgendwas, was wir als Junk, also als Abfall und so klassifiziert hatten, was mindestens schon seit 300 Jahren da ist. Von da kommen die. Jetzt sagt natürlich direkt einer, was, hier so alt und so, das muss ja dann Starleague-Zeug sein. Da bin ich doch mal gespannt, wie sich das hier ausgeht. Let's get airborne. Bin ich jetzt schon wieder froh, dass ich die Beute so hochgestellt habe, denn natürlich wollen wir Starleague-Sachen als Beute haben. Let's see how you like this. Schade, schwere Laser dann. Aber egal, war ja nur 55% Cover wahrscheinlich. Ist relativ aggressiv mit dem Phoenix Hawk jetzt direkt schon darüber reinzugehen, aber ich meine was sonst. Yes, Commander. Wie treibe ich den Jenner so schlecht? Of course. Ich meine, könnte man ja hier gucken einfach. Target 5-6, okay, aber er hat doch schon Invasion verwendet, Target Size. Ja. Dann müssen wir wohl hier mal ein bisschen was ausgeben. As you wish. Den Hangkampf. Hostile eliminated. Yes, Commander. AK-20 macht halt echt fett Damage. Nehmen wir den hier als nächsten. Affirmative. Standing by. Move order received. Locked on target. Critical hit, Commander. Stun Error, okay. Geil, ja, die will ich als Beute haben. Aber was hat die gerade gesagt? Drones oder was? Jo. Ich bin mal sehr gespannt, was das jetzt wird. Need something, Chief? Nee, der wartet erstmal. Waiting for the right move. Hm.
jetzt noch nicht wirklich, ne? Okay, wir reserven nochmal, damit wir vielleicht erst welche von den Assaults bewegen können. How's it going? Okay, leichtes Ziel auch. Okay, alle leichte Ziele gerade. You have orders? Wolverine und Assassin. Wir nehmen mal den Assassin, weil wenn der sich schon so da hinstellt, so be there in a jet. Drauf. Target acquired is locked in. What do you need? On my way. Got it. Target eliminated. Waiting for orders. Location confirmed. Immer mal für Spaß. Giving them everything I've got. Receiving you. Hm, okay, er geht auf. Hostile eliminated. Sehr gespannt auf diese Drohnen. What's up, boss? Okay, er ist einfach stehen geblieben. Nice for us. Moving out. On it. Ich hätte auch nicht schießen können, natürlich, aber ich dachte, nee, komm. Da sind das Fahrzeuge. Oh, das ist ja blöd, weil da habe ich nichts von. Also okay, vielleicht besondere Waffen, das wäre natürlich noch geil. Position aber leider halt keine Netz. Ready for orders. Affirmative. Inflicted some heavy damage. Awaiting orders. You should never come. Mech destroyed. Standing by. Darf ich die schon sehen? Affirmative. SLDF Medium Drone, okay. Zwei Medium Pulse Laser. Ja, das wäre zum Beispiel schon mal direkt eine geile Beute. Locked on target. Heading out. Excellent. Yep. Moving out. Target confirmed. How might I help? Gerade eigentlich anders gesehen, aber naja. Ready for orders. Firm. Reporting enemy vehicle eliminated. Reporting. I understand. Engaging. One for the sky. Okay, die schaut jetzt nach den
okay. Sie wundert sich übers Timing. Meint, das kann auch kein Zufall sein, dass sich diese Plattform jetzt aktiviert, wo wir hier quasi kämpfen. Okay, und wir sollen was angucken, weil Sumaya hat ja jetzt irgendwie geguckt, dass sie die Daten da aus den Mac-Computern kriegt, wo der Typ ist. Ja, mal gucken, wie das jetzt alles zusammenläuft. Alles unbeschädigt, sehr geil. So, und jetzt gebt mir bitte die Mini-Impuls-Laser. Fuck, natürlich nicht. Ah, schade, wäre auch zu cool gewesen. Naja, nehmen wir hier Javelin F, haben wir den vollständig, Wolverine vollständig, ja, wir nehmen einfach alles. Irgendwas, völlig egal, zack, kriegen sowieso, glaube ich, ah ne, aber viel, nicht alles. Mir fällt gerade ein, wo ich vorhin mehr Loot bekommen habe, als ich eigentlich angeklickt hatte. Vielleicht war dieses Payment Increase, also wenn man so Sekundärziele macht, dann steht da ja manchmal 10% mehr Geld und sowas. Wenn sich das natürlich jetzt auch auf Beute beziehen würde, wäre es natürlich fett. Das ist mir, glaube ich, noch nie aufgefallen. So, also, what give it? Orbital Platform. Okay, diese Orbital Platform will zu uns reden oder will mit uns sprechen. Com-System, aha, aha. Okay, und dann reden wir jetzt mal damit. Mit dieser 300 Jahre alten Waffenplattform. Okay, jetzt sagt er uns erstmal, woraus wir hier bestehen. Ist das korrekt? Ja, das sind wir. Zu wem oder was sprechen wir? Ja, also ist da die Defense Force. Project Triage. Ist letzte überlebende Produkt von Projekt Triage. Okay. Okay, und eins von den Dingern hier, also diese Namen wurden dem quasi zugeteilt. Okay. Jetzt fragen wir, warum seine Drohnen uns angegriffen haben. Okay, als tertiäres Objective hat er die Verteidigung von New Vulch, also von diesem Planeten, wo wir gerade waren. Und als wir da angefangen haben rumzuballern, musste er halt eingreifen. Okay, aber es tut ihm natürlich leid und bla bla. Und wir sollten uns doch jetzt gegenseitig helfen. Okay, er hat so ein Direct Spacecraft geguided, also wahrscheinlich das, worum es hier geht, sind die Dobrev nach Tarragona. Aber bla, hier bei Ankunft ist es verschwunden. Ah, okay, und er ist, also die KI oder was es ist überzeugt davon, dass die Typen, gegen die wir kämpfen, mit dem Verschwinden was zu tun haben. Und wir sollen jetzt hier jemanden rescuen. Und die wurden auch von dem da halt gekidnappt oder so. Und deswegen sagt er, okay, das heißt, wir haben überschneidende Objectives. Und wir sollten unsere Ressourcen zusammenlegen, um das halt irgendwie zu erreichen. Okay, jetzt fragen wir, okay, was haben wir davon? Oder wir können noch mehr Fragen stellen. Wir sagen einfach mal, sagen wir mal, wir würden das machen, was wäre da für uns drin? Okay, und er sagt also, seine Drohnen würden uns helfen und er will aber Zugang zur Baumann-Gruppe Computersystem. Also können wir, okay, aha, aha.
Okay, und jetzt fragen wir, was genau kann er machen? Da sagt er also, seine Drohnen könnten eine nahe Armory angreifen. Das sollte Leute wegziehen und für eine leichte Lanze eben diese Rescue-Operation möglich machen. Oder er könnte den Typen selber befreien. Aber dann müssten wir die Ablenkung sein. Okay, und sollten wir das machen, dann sagt er, sollten wir die fettesten Mechs machen, einsetzen. Eigentlich würde ich ja lieber mit den fetten Mechs spielen, aber ich glaube, wir machen mal das hier. Der soll ablenken und wir machen die Rescue-Mission. Wir haben zwar nicht so wirklich die geilen, leichten Mechs für sowas, aber wir haben den Phoenix Hawk und ja, mal gucken, was wir noch einsetzen. Also der Phoenix Hawk ist auf jeden Fall dabei. Ist zum Glück auch nicht beschädigt worden. Ja, da ist er. Achso, wart maximal 75 Tonnen Einsatzdings nur. Okay, perfekt für einen Grasshopper. Leider ist der eine nicht ausgerüstet, aber natürlich nehmen wir den anderen Grasshopper mit. Dann nehmen wir hier mal zum ersten Mal diese komische Arena Crab mit. Und Springer wäre natürlich immer gut, können die aber alle nicht. Den Black Knight habe ich, glaube ich, auch nicht springend gemacht. Nee, aber der ist vielleicht noch relativ fix unterwegs. Nehmen wir den Black Knight. Eigentlich ziemlich krass von der Lanze. Also ist jetzt nicht irgendwie wenig oder leicht bewaffnet. Also von daher sind wir eigentlich gut ausgestattet. So, gucken wir mal. Ich hoffe ja trotzdem noch, dass wir irgendwie am Ende so irgendwelche Starleague-Sachen kriegen. Also irgendwie besondere Laser oder keine Ahnung. Ich meine, Mac wäre natürlich auch cool, aber streng genommen ist ja der Highlander ein Starleague-Design. Also wir haben ja eigentlich schon Starleague-Zeug hier. Aber Command Interface initiated. Hier, okay, und dann sollen wir da reingehen. Wir gucken einfach mal. Wir rennen mal dahin. Confirmed. Sind dann doch alle ein ganzes Stück schneller als Location confirmed. Ja, wo ist denn das dahinter? Okay. Heading out. Roger. Enemy contacts. Kommando. 60 Tonnen. Yes, Commander. Move into position. Big Steel Claw Crab. Copy that. Reporting. 60 Tonnen als ein Rifle und 3M. Nicht schlecht. Und dann steht da noch ein 45 Tonner. Oh, und hier oben steht auch noch was. 25 Tonner. Naja. Receiving you. Copy that. Reporting. Lifting off. Confirmed. Solid connection on that one. Mech warriors, show them what you got. Important minimal damage.
Yes, Commander. Locked on target. Scored a critical hit. Nicht so doll beim Sorg, aber standing by. Ich will den Phoenix Sorg da nicht so reinziehen. Cooling. Und Feuer. Roger. Müsste man sogar runterkippen können. Inflicted heavy damage. Ready for orders. Move into position. Vindicator steht da noch. Engage. That's a kill. How might I help? Engaging jump jet. Das schlagende Kommando von vorhin wird natürlich jetzt erstmal Ziel Nummer 1 sein. Commander. Ach, Kacke. Muss da hochlaufen. Naja. Understood. Moving fast. Das ist immer gut. GDKs nicht treffen. What's up, boss? Nee, ich warte noch. Lass erstmal hier. Waiting for the right move. Offen müsste jetzt aber auch einiges an Hits gemacht haben. Reporting. Internal damage. Standing by. So, dann können wir mal mit dem Black Knight vor. Wir könnten jetzt den Kommando völlig zerlegen oder auf den Rifleman gehen. Genau. Got it. Wer mich beschießt, der kriegt auch zurück. Waiting for orders. Yes, Commander. Locking on target. Aber kann er noch machen. Komm, wir machen mal Todesprobe. Acknowledge. I can't take much more of this. Ich habe natürlich jetzt Schaden auf den Beinen gekriegt. Target neutralized. Fettstabilitätsschaden. Oh, okay, war vielleicht nicht so eine geile Idee. Vielleicht kippt er jetzt um. Ach, alles kein Problem. Heißt aber auch, der muss gleich repariert werden. Das ist natürlich nicht so gut. Good to go. Ja, Phoenix Hawk, was mach ich mit dir? Das, Vigilance an. Firing all weapons. Target's taking a critical hit. Yep. Moving out. Roger. Commander, move into position. Roger. That's a kill. Yes, Commander. As you wish. Dann nehmen wir das quasi ein und machen noch Schaden. Ah, okay, jetzt wollen wir uns quatschen. Er droht uns weiterhin und sagt, ja, ich bin auch kein Fan von Blutvergießen, aber wenn es sein muss, muss es halt sein. Und aber von einem Geschäftsmann zum anderen sage ich, wenn meine Mercenaries mit euch fertig sind, dann kriegt er auch ein vernünftiges Begräbnis. Locking on target. We have the asset, Commander.
Receiving you. Got it. Cop. Okay, und jetzt soll ich zur Evac Zone gehen. Der Schäden ist natürlich nicht so nett. I'm in trouble. Ready for orders. Location confirmed. Yes, Commander. Critical hit, Commander. Geht so fast auf Maximum, aber ich meine, was soll's. Consider it done. Tango down. Okay, alles clear. Okay, Baumann hat sich verpisst. Okay, wir haben auch diesen Captain Magorian, sollen jetzt wieder aufs Leopard bringen und geben dem Mordorbjörn, also hier den Motherbear, hier der KI, alles an Daten, was wir halt gesammelt haben und Access und bla bla, weil ich meine, so war ja immerhin der Deal. Und stimmt ja auch, ich meine, das war jetzt hier easy game, also auch mit leichteren Mechs wäre das locker machbar gewesen, weil ich sag mal, die Gegnerlanze war ja jetzt nicht super fett. Ja, Black Knight und Phoenix Hawk müssen repariert werden, aber ich denke mal, von dem Planeten springen wir eh wieder weg, weil ja, hier war ja von der Schwierigkeit irgendwie alles ziemlich easy. Also da sind wir schon ein ganzes Stück drüber. Ja, und vom Loot haben wir jetzt wieder viel mehr als das, was verfügbar ist, aber naja. Bin mal gespannt, ob wir jetzt noch irgendwas Besonderes kriegen. So, ja, okay, Kommando 2D wird sowieso vertickt oder weggepackt, brauche ich nicht. Habe ich, glaube ich, auch schon einige von. Aber ich habe jetzt eh einiges in Storage, ich muss das ja nicht unbedingt verkaufen, wenn ich kein Geld brauche. So, da ist der Typ wieder, der vorhin nicht verfügbar war. Ja, okay. Enjoy your trip home, okay. Do yours, my best to you all. Zack und weg ist er. So dann. Okay, also scheint ihm völlig egal zu sein, weil das verschwundene Schiff, also die Dobrev, ist irgendwie ja, das ist ja alles noch nicht aufgeklärt. Ah, okay, und jetzt reden wir wieder mit der KI. Okay, er hat sich das alles angeguckt und sagt, die ist in die tiefe Peripherie gedriftet. Hier seht ihr auch nochmal, ne? Da, das, was quasi so an der Grenze zur inneren Sphäre ist. Kuh war schon lange tot, weil es irgend so einen Missjump gab, also irgendwie ne, so ein Fehlsprung. Wäre bei 40k, wenn die Gellerfelder irgendwie einbrechen und dann das Ding irgendwo anders landet oder so. Oder halt im Warp bleibt oder sowas. Naja, auf jeden Fall wurde das da beschädigt, alle tot. Okay. Sie hat sich jetzt gewundert, was? Das Ding ist sogar sprungfähig. Ja, ja, klar, im Prinzip schon. Jetzt fragen wir, was ist das für ein Schiff? Ah, okay. Ah, ein Artefakt von General Alexander Kerenskys Exodus. Das ist das halt, wodurch die Clans dann entstehen oder entstanden sind. So, und die sagt jetzt hier, ey, wenn das wirklich stimmt, dann könnte die Dobrev also als Einzelentdeckung krasseste Entdeckung halt sein, die es jetzt so im Bewusstsein der Menschheit gibt. Okay, und wir müssen das mit Respekt behandeln und bla bla.
wenn das wirklich jetzt ein Leftover von Kerenskis Exodus ist, was wird das dann für uns heißen? KI sagt das mal, das heißt, dass ich eure Hilfe brauche. Denn mein Primär-Objective, beschützen des Planeten New Vulci oder der Zivilpopulation, hat ja eh gefailt, weil die sind ja nun mal alle tot. Jetzt muss er diesen Failure an Assets Starlink Defense Force Central Command weiterleiten, was ja irgendwie nicht mehr gibt. Okay, doch, weil der, der wird sich gerne drum kümmern und irgendwie alles nachvollziehen, was mit Kerenskis Exodus war und da dann erforschen, was mit der Starlink passiert ist. Okay, und sie sagt jetzt, kann ja alles nicht sein, wenn du glaubst, die wären da immer noch irgendwo draußen, dann liegst du da wohl sicherlich falsch, weil die halt alle denken, okay, die sind, also die Story ist ja, dass die irgendwie diesen Exodus angetreten haben, weil da so eine Gruppe war, die gesagt hat, nee, pass mal auf, das ist uns hier alles zu blöd mit Nachfolgekriegen und Zeug, das kann ja alles nicht sein, das ist ja alles Wahnsinn, wir verpissen uns jetzt. Und da gab es halt diesen großen Exodus von einer großen Menschenmasse eben unter Leitung von General Alexander Kerensky. Und die hier alle in der inneren Sphäre, weil das ja schon hunderte Jahre vorbei ist, denken natürlich, das ist gescheitert, die sind tot, die haben auch keinen Kontakt und nix. Aber wie sich dann ja später herausstellt, ich weiß nicht mehr, das Datum 3050, was weiß ich, irgendwie so, also etwas später als das hier spielt, gibt es halt die Clan-Invasion. Also da geben sich die Clans zu erkennen, kommen in die innere Sphäre und wollen Richtung Terra und Terra halt einnehmen. Das ist sowieso ein heiliger Kreuzzug quasi. Und dann gibt es groß innere Sphäre gegen Clans, wobei die Clans natürlich auch untereinander kämpfen und Ehre und Zeug und ist da immer. Und so ist die Story im Groben. Das geht dann auch noch weiter, dann wird die irgendwann gestoppt vor Terra, weil da kommen die fast hin, aber eben doch nicht ganz. Oder vielleicht kommen sie sogar bis dahin und dann verbünden sich alle Häuser und auf Terra werden die Clans gestoppt. Irgendwie so, keine Ahnung, ich weiß es nicht mehr. So ist auf jeden Fall die Story und das macht es ist ziemlich cool von der Story und auch vom Ablauf, auch von dem, wie sich das Spiel dann entwickelt hat und wie dieses mit Waffentechnologie ist, weil die Clans natürlich vollkommen überlegen sind der inneren Sphäre am Anfang. Auch die Mechkrieger sind wesentlich besser, treffen besser, sind besser, die sind nämlich alle irgendwie so gengezüchtete Typen halt und deswegen verbessert. Und so ist irgendwie die Story, aber weil die innere Sphäre dann erkennt, ey, kann ja hier nicht sein, dass die irgendwie uns alle platt machen wollen und Terra und so, verbünden die sich halt, oder teilweise wird sich verbündet und das ist storytechnisch auf jeden Fall ganz cool. Und es wäre natürlich geil gewesen, wenn das als DLC oder so für das Spiel hier gekommen wäre. Oder wenn es zum Beispiel hiervon mal eine zweite Version geben würde. Dann wäre da diese neue Zeitlinie und alles auch mit den Clans. Und dann am besten noch sogar so, dass man entweder als Clan spielen kann und dann so diesen March to Terror da irgendwie machen kann. Oder eben als innere Sphäre verteidigen könnte. Das wäre richtig geil. Das Spiel hier war ursprünglich mal übrigens Kickstarter-Funding. Also es wurde auf Kickstarter gefundet und dann mit der Kohle entwickelt und fertiggestellt und deswegen sind auch manche Sachen nicht so geil. Zum Beispiel hatte ich hier letztens, da wollte ich eigentlich mit dem Money, den er auch in anderen Spielen schon mal da Koop und so gesehen hat, wollte ich hier mal so ein paar Skirmish-Games machen und dann hatten wir immer Connection-Problems. Also wir konnten mal irgendwie Score rausgeflogen, Network-Error, was auch immer. Das hatten wir früher schon mal und hatten es behoben, aber jetzt irgendwie kommen wir gar nicht mehr da voran. Wir fliegen ständig raus und da hatte ich nämlich zugelesen, dass der Multiplayer das letzte gewesen ist, was durch Kickstarter quasi freigeschaltet wurde. Das heißt, da ist auch am wenigsten Entwicklung reingeflossen. Und deswegen ist das halt nicht so geil. Und weil das alles so ein Kickstarter-Projekt war, weiß ich auch nicht, auch mit diesem Studio hier und so, inwieweit die überhaupt dran sind, da vielleicht einen zweiten Teil zu machen oder auch nicht, oder was da überhaupt geworden ist. Hatte ich halt keinen Bock, mich irgendwie mit zu befassen, aber es wäre halt mega. Das Spiel ist, glaube ich, von 2017, Ende 2017 oder so. Ist jetzt also nicht so super alt, ist aber auch nicht mehr wirklich neu und frisch. Und alles, was an DLCs angekündigt war, ist draußen. Also das Heavy Metal war halt das letzte, was dann nochmal viele Mechs neu gebracht hat und so. Neue Waffen und sowas. Und ich denke aber mal, das Ding ist durch damit. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die so einen umfangreichen DLC nochmal machen, wie jetzt hier Clan-Krieg oder irgendwas.
Deswegen, es wäre sehr geil, wenn es hier vom zweiten Teil gehen würde. Also soweit ich das weiß, ist das Spiel wahnsinnig gut angekommen und zwar nicht nur bei den Freaks und hier Battletech-Fans, sondern überhaupt auch als Strategiespiel. Und deswegen, also eigentlich müsste es davon mal hoffentlich irgendwie einen Nachfolger geben. Würde mir auch schon reichen, wenn es genauso ist. Gleiche Grafik, alles scheißegal. Aber halt mit neuem Inhalt und dann wirklich am besten Clans gegen innere Sphäre. Das wäre so mega. Naja, aber erstmal hier weiter im Text. Also, okay, sie träumt jetzt halt hier und sagt, boah, überleg mal, wie toll das wäre, eine tatsächlich existierende Star League, eine friedliche, erleuchtete Zivilisation, die völlig untouched, also die völlig unberührt von den Nachfolgekriegen gewesen wäre. Überleg mal, was die alle der inneren Sphäre beibringen und erzählen können. Okay, jetzt sagen wir mal zu der KI, ja, also was wäre denn jetzt, wenn wir dir versuchen würden zu helfen? Was würden wir denn da rauskriegen? Weil ich meine, wir sind Söldner, es geht immer nur um Kohle hier, ne? Da sagt die KI, ja, ich brauche die Navigation-Logs von der Dobrev, nicht die Ladung oder so. Wenn ihr uns also helfen würdet, dieses Schiff, oder ihr mir helfen würdet, das Schiff zurückzukriegen, dann würde alles, was da drin ist an Cargo, euer sein. Alles, was ihr dafür machen müsstet, wäre mein Hauptcomputer von dieser verrottenen Plattform abzukoppeln und auf die Argo zu bringen. Und dann finden wir die Dobrev zusammen. Achso, und natürlich wollte er vielleicht meine übrig gebliebenen Combat Drones ebenfalls mitnehmen. Weil, warum sollte man die hier zurücklassen, ne? Okay, jetzt sagt Sibor, wir haben hier eine einzigartige Möglichkeit, die Sphäre des menschlichen Wissens zu erweitern und eine jahrealte oder jahrzehntealte Frage aufzuklären, was ist denn überhaupt aus der Star League Defense Force, also aus der Star League geworden. Wir müssen das einfach machen, sagt sie. So, und jetzt sagt Young, meistens ist ja dann so, dann sagt irgendein anderer, ja, nee, hier ist aber gefährlich oder sollten wir besser nicht machen, aber auch Young sagt, okay, doch, da bin ich absolut der gleichen Meinung auch wie der Doc hier. Da müssen so viele exotische Waffen und Mechs drin sein, ich muss da unbedingt hin und das irgendwie in die Hände bekommen. Ach nee, und nicht nur einfach hier so leicht in die Hände bekommen, sondern ich will das komplette Ding haben, das ist schon ein kleines Risiko unsererseits wert. Außerdem sagt sein Bauchgefühl oder sein Bauch irgendwie, wir können Mama Bär, also hier der KI trauen. Wenn es eine Person wäre, wäre es eine gute. So, und jetzt sagen wir zu der KI, okay, wir haben Agreement erreicht, ich sende ein Team, was dich hier auf die Argo bringt. Sagt die KI natürlich Dankeschön und Mach bitte oder sorg dafür, dass Dr. Murat das alles leitet, denn mein Memory Core, also das ist immer das, wo quasi ist CPU, ja, wurde nicht als portables System designt und es wäre total schlimm, wenn das irgendwie bei der Überführung beschädigt werden würde. Ja, und zack, fährt runter. Also, jetzt sagt er, ist okay, wir haben also einen Plan, ich werde mal die Fühler ausstrecken, könnte sein, dass ein paar Monate dauert, aber meine Freunde, die sich so, ja, so im grauen Bereich der ganzen Dings hier befinden und überall so ihre Augen und Ohren quasi haben, die werden schon irgendwas rausfinden. Bis dahin sollten wir zurück zu unserer typischen Routine kommen. Ne? Es gibt immer noch eine Menge Kohle zu machen und Arbeit zu erledigen. Ihr wisst ja, wie es läuft. Und sobald wir neue Hinweise haben, teile ich euch das mit und dann gucken wir. Ja, geil. Also da bin ich jetzt ja sehr gespannt. Die Flashpoints sind ja immer so gemacht, dass die aufeinander quasi aufbauen, soweit ich das weiß. Und es wäre mega, wenn das tatsächlich so wäre und wir jetzt noch irgendwie hier so Star League-Zeug weitermachen können. Das wäre richtig geil. Okay, wir haben auf jeden Fall Rare Component so eine Heatbank gekriegt, die irgendwie Maximum Heat nach oben setzt und auch das Dings hier Threshold hochsetzt.
Ist natürlich geil, liegt auch nicht viel. Haben wir, glaube ich, schon oder in irgendeiner Version, aber ist auf jeden Fall geil. Wir haben eine dreifach verbesserte AK-2, die nämlich wesentlich präziser schießt und höhere Crit-Wahrscheinlichkeit hat. Okay. Heat Exchanger, verbesserte KSR-4 mit mehr Crit, Rangefinder. Oh ja, geil. Und ein Teil von einem Urban Mag. Das ist natürlich super. Und etwas Bonuskohle. Das ist natürlich jetzt nicht so mega gewesen. Ich hätte halt, ich frage mich, wo sind die Medium-Pulse-Laser hier von den Drohnen? Ja. Aber na gut, ist halt so, wie es ist. So, jetzt könnte man natürlich hier gucken, wie es weitergeht, ob es irgendwo anders, weil offensichtlich bekommt man ja durch die Flashpoints irgendwie das geile Zeug. Oder die Chancen auf geiles Zeug zumindest. Ja, das sind jetzt aber offensichtlich hier nicht Folgemissionen. Oh, warte, was ist das hier? Das wäre wieder für den Lappen hier. Aber eigentlich hat das ja nichts mit dem anderen zu tun, würde ich jetzt mal schätzen. Deswegen da jetzt hinzufliegen, weiß ich nicht, ob das so geil wäre. Die Flashpoints finde ich gerade alle nicht so interessant. Wäre halt geil, wenn neuer mal auftauchen würde oder so. Oder man würde auf gut Glück mal dahin fliegen, weil es der gleiche Arbeitgeber ist und schauen, ob man da, okay, Mechtonage Maximum. Ja, das heißt, da sollte man sich drauf gefasst machen, dass man auch leichtere, schnellere Mechs zur Verfügung hat. Wir würden da hinkommen, bevor das ausläuft und könnten das machen. Die Frage ist halt nur, ob ich das wirklich will. Also ob ich jetzt wirklich hier einfach nur Quämer durch die Galaxis reise und die Flashpoints abgrase, weil ich sag mal, Tage sind begrenzt. Ich meine, wir haben immer noch einiges, aber trotzdem, Tage sind begrenzt. Oder ob wir weiter vorgehen, ähnlich wie bisher, dass wir irgendwie hier schauen und ja, Sachen, wo einfach höherer Schwierigkeitsgrad ist, dass wir das irgendwie machen. Oder eine Kombination von beiden natürlich. Die Sache, die hier nur ist, und das erstaunt mich sehr, das ist bei MechWarrior 5 komplett anders. Je weiter was weg ist, desto länger dauert es natürlich auch dahin zu kommen. Das ist hier auch so, aber wenn ihr jetzt zum Beispiel mal seht, hier hinzukommen, ja, würde mich 26 Tage kosten. Aber hier komplett auf die andere Seite quasi nur 44 Tage. Das ist jetzt auch nicht so viel mehr. Ich bin auch davon überzeugt, wenn ich jetzt erst hier hinspringe, und von hier aus dann wieder dahin springe, dann wäre das nicht nur die Differenz, also von 26 zu 44 ist was 18 Tage. Ne? Das würde mich dann von hier nach da nicht 18 Tage kosten, sondern sicherlich auch wieder mehr. Deswegen, also und hierhin, obwohl es sogar näher ist ein Sprung, sind es 31 Tage. Also irgendwie ist das nicht so, weiß ich nicht. Ne? Irgendwas stimmt da nicht. Deswegen grob gesehen, ich meine, manchmal ist das so hier zum Beispiel, der kann nicht direkt dahin springen, sondern der muss diesen komischen Bogen fliegen, wo man sich denkt, ja wieso, aber hier wäre die Distanz auch viel kürzer. Das hängt wahrscheinlich irgendwie mit diesen Flugrouten da zusammen oder mit irgendwie, weil die hier, was weiß ich, was für ein Problem haben. Ne? Das ist wahrscheinlich ein bisschen so wie bei 40k, da geht es ja durch den Warp. Und hier und der Warp ist ja auch so, ne? Netz der 1000 Tore, das ist ja auch so, dass es wie so Punkte gibt, wo man dann immer austreten kann und so. Die Elder haben ja dieses Dings-Netzwerk dadurch. So stelle ich mir das hier auch ein bisschen vor, aber ob das wirklich so ist, kein Plan. Also man kann nicht einfach sagen, ich springe hier weg und komme da an, sondern nein, man muss hier über diese ganzen Planeten dann dahin. Und deswegen dauert es auch dahin 33 Tage, obwohl es ja hier auf der Map jetzt auch nicht viel weiter ist als das hier. Also kein Plan. Naja, ich weiß noch nicht genau, was wir da machen. Klar wird nur sein, ich werde auf diesem Planeten hier nichts machen, weil ich sag mal, guckt euch die Contracts an, das ist alles irgendwie Lappenzeug. Könnte man jetzt noch mitmachen, einfach weil es ja in den Tagen eh nicht nach vorne rückt. Aber ich sag mal, wozu? Ne? Also das macht dann, ist man dann eher, jetzt sind auch keine spannenden Piloten, ist man dann eher angepisst davon, dass die Missionen langweilig sind. Ah, okay, ein Marauder-Teil gibt es. Das könnte man sich eigentlich snacken, weil es ein Standard-Marauder ist, aber wir brauchen es auch nicht. Alles andere hier, und genauso wie beim Warhammer, alles andere ist nicht wirklich spannend. AK-2 leicht verbessert, naja. Plus Schaden ist vor allem immer gut. Plus Genauigkeit natürlich nicht schlecht. Ja, es ist ein Ultra-AK-2, die werden wir mal einpacken. New weapon systems available. Krass, wie schwer die Dinger sind. Aber die nehmen wir mal mit. New weapon systems available. Schießt doppelt. Das heißt,
macht so viel Schaden wie eine ja, AK-5 oder sowas, aber halt mit AK-2-Werten und Distanz. Ultra AK-2 braucht auch, glaube ich, also LBX ist eine andere Munition, aber Ultra wohl nicht. Schießt einfach nur schneller und mehr und kann dafür halt jammen, also so ist es eigentlich bei den Ultras. Aber gut, ansonsten gibt es hier nichts Spannendes. Wir sind nicht gezwungen, eigentlich noch ein Banshee-Teil gerade übersehen, brauchen wir aber nicht. Wir sind nicht gezwungen, irgendwas zu verkaufen, denn ich bin zum einen ja ganz gut aufgestellt. Und zum anderen zeige ich euch das jetzt gleich nochmal. Storage-mäßig haben wir auch einiges. Okay, der braucht einen Refit und den müssen wir noch aufbauen. Das machen wir gleich als letzte Aktion. Aber ihr seht hier, ich meine, das sind alles nur Teile, aber ich habe zwei Banshee E hier in Storage. Ja, ich habe irgendwie, weiß ich nicht, den Cyclops HQ in Storage. Das sind allein schon drei Assault Max hier. Noch ein Marodeur, ein Orion, noch ein Orion. Ein Katapult K2, ein Katapult C1, zwei Katapult C4. Also ich habe so viele Max hier in Storage. Hier zwei Jäger Max, ein Thunderbolt, noch ein in der SS-Variante. Sogar geil. Das war eine Aufhängung, dann anders. Ja, also da ist genügend Zeug vorhanden, was man verticken könnte oder was man einfach als Ersatz nimmt, wenn eigene Mechs zerstört sind. Hier ist auch leichteres Zeug dabei, wo man natürlich überlegen könnte, okay, hier zweiter Phoenix Hawk, weil Phoenix Hawk zum einen eh immer geil ist und zum anderen, weil man dann ein bisschen flexibler vielleicht wäre. Aber im Moment fahre ich eigentlich ganz gut mit dem, so wie das hier aufgestellt ist. Und in der Regel, das hatte ich ja irgendwann schon mal gesagt, ist es eh so, je fetter, desto besser. Also am besten immer die fettesten Eckstellen, die man hat. Und dann wird das schon irgendwie gehen mit den Missionen. Gibt immer Ausnahmen, vor allem da, wo man, ja, wo es auf Geschwindigkeit ankommt. Da ist es halt immer so eine Sache. Ja, wo sind die Zins hier? Bank einbauen muss jetzt, glaube ich, nicht unbedingt sein. Wobei der Black Knight schon ordentlich Schaden macht, ordentlich Hitze macht. Also von daher gönnen wir den, glaube ich, einfach mal, oder? Aber müssten wir einen Zink für rausschmeißen, weil die Bank nämlich Tonnage kostet. Die führt ja keine Hitze besser ab. Die macht ja einfach nur, dass das alles nach oben gesetzt ist. Das andere Teil, was es hier gibt, hier der Exchanger, der macht ja, dass man einfach weniger Waffenhitze oder Hitze produziert. Allerdings wiegt der auch relativ viel. Nee, wir lassen den mal so. So, jetzt bauen wir noch den einen Grasshopper fertig. Ich dachte ja, der hat mehr Laser, aber er hat ja irgendwie noch gar nichts ausgerüstet. Machen wir den eher klassischer. Der eine ist ja voll auf MG und ist er nicht. Genau, der ist ja eher voll auf MGs. Vielleicht nur die wenigen Laser. Okay, das heißt, diese kleinen Dinger, das sind die MGs offensichtlich. Ja, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Was können nur 6 sein? Was ist denn hier von anders? Keine Ahnung, die sehen für mich alle gleich aus. Ja, kein Plan. Den machen wir auf jeden Fall, denke ich, etwas klassischer. Ich meine, das ist echt geil, finde ich, dass man die Aufhängung quasi sieht, aber die halt so noch nicht besetzt sind. Der bekommt auf jeden Fall die Jump Jets, weil ein Grasshopper ohne Jump Jets, finde ich, geht gar nicht. So, 1, 2, 3, 4. Ich meine, mehr kann der nicht tragen. Ja, muss er auch nicht. Was haben wir hier? Hero können wir dem noch geben. Einfach. Okay, nehmen wir das mit Minus Stability Damage Tape. Das ist ganz cool. Und es wiegt nichts und wir haben den Platz. Mal gucken, ob wir noch irgendwas hier oben ins Cockpit machen können. Also diese Cockpit-Mods, die einfach den Pilotenschaden verhindern, finde ich halt echt geil. Wir haben ja hier auch noch einen Rangefinder, haben wir ja gerade nochmal geklickt. Oder ein Targeting System. Aber das wiegt wieder ein bisschen. Aber wir könnten dem hier diese verbesserte für Energie. Boah, das wiegt aber 3 Tonnen sogar. Nee, die Piloten sind so stark, inzwischen brauchen wir nicht. Dann geben wir dem den Rangefinder, weil es nichts wiegt. Und dann packen wir ein paar Waffen rein. Der eine hatte ja 2 schwere Laser gekriegt, weil er so viele MGs hat. Das mache ich jetzt hier nicht. Hier setzen wir eher wieder auf die Laser. Hier haben wir ordentlich extra Damage. Dann geben wir ihm sowas auch. Soll ja schön schlagkräftig sein, das Ding. Weil der innere Monk ja befiehlt, dass das immer schön gleichmäßig ist, machen wir das so. 2 Zehner, 2 Fünfer extra, das ist richtig geil eigentlich.
aber auch ein was verbessertes Small Laser mit Plus Damage, leider immer nur jeweils ein. Ist aber okay, wobei hier haben wir noch ein Plus 10 und mit Erhöhtem. Oh, wir haben sogar einen Small Pulse. Geil. Naja, da gibt es auf jeden Fall den mit Plus 10 Damage und den mit Plus Damage und Crit. Dann nehmen wir wirklich noch den Small Pulse, weil warum nicht? Dann machen wir auf die andere Seite noch den mit Plus 5 Damage. Okay, das ist schon mal ziemlich fett hier. Aber der braucht natürlich noch mehr. Und der braucht natürlich auch Heat Sinks und ein bisschen Panzerung. Machen wir erstmal Panzerung. Wenn da so geile Waffen drin sind, dann sollten uns die auch nach Möglichkeit nicht unbedingt so schnell kaputt gehen. So. So, jetzt haben wir eigentlich noch guten Platz. Bei den vielen Energiewaffen könnte man natürlich trotzdem überlegen, ob man so einen Exchanger macht. Der wiegt 3 Tonnen, der wiegt nur 2. Aber minus 15% ist natürlich besser als minus 10. Nehmen wir mal so einen Exchanger mit einfach. Packen wir auch noch im Center. Das heißt, brauchen wir natürlich noch die Zinks. Erstmal 2 hier. 2 hier. Hier rein. Also dann noch mehr. Zack. Zack. So, das muss noch besser werden. Wir haben noch 5 Tonnen frei. Heißt, da werden jetzt keine Large Laser oder so mehr reinkommen, aber ich würde ganz gerne, glaube ich, noch Mediums mehr mitnehmen. Die Torso ist kein Platz mehr, aber wir könnten jeweils noch einen in die Arme packen. Und Small Laser können wir auch noch in die Arme packen. Das werden wir auch auf jeden Fall machen. Aber nur so normale hier. So, jetzt ist die Frage, ob ich echt noch ein Medium reinnehme, dann jetzt von einem 3-Wärmetauscher oder einfach 4-Wärmetauscher reinpacken. Ja, doch, noch ein Medium Laser mehr wäre schon nicht schlecht. Also 5 Medium Laser sind besser als 4 und sollte man schon haben. Wir haben noch einen Plus 10er, dann nehmen wir den. Schade, jetzt ist der innere Monk beleidigt, weil das alles nicht mehr gleichmäßig verteilt ist. Das ist mir aber egal. Achso, und der Heat Exchanger bringt natürlich so auch mehr. Weil er halt bei mehreren Waffen dadurch das Dingens reduziert, also die Hitze. So, wir machen das mal so. Jetzt muss ich mal kurz überlegen, ob ich irgendwas vergessen habe. Der Typ hat Jump Jets, der hat ordentlich Firepower, wenn auch nicht so eine gute Reichweite. Aber wir haben 6 Small Laser, wovon einer sogar noch Impuls ist. Wir haben 5 Medium Laser. Wir haben ordentlich Panzerung und Sprungkapazität. Und wir haben auch einen ziemlichen Hitzeaustausch. Also eigentlich ist dieser Grasshopper ein ziemlich geiler Killer. Durability ein bisschen nach oben, weil wir ein bisschen aufgepanzert haben. Ja, es gefällt mir sehr gut. Nimmt nicht so viel Stability Damage. Und hier bin ich mal gespannt. Also das merkt man ja natürlich nicht, weil es ist ja, steht ja da Fixed Percentage. Aber eigentlich müssen 15% Minus Heat auf den ganzen Weapons mehr bringen als 3 Wärmetauscher. Ja. Könnte man natürlich auch ausrechnen. Wärmetauscher macht 3, das heißt 9 Hitze mehr könnte ich abbauen, wenn ich das Ding nicht einbauen würde. Aber wenn wir jetzt zum Beispiel mal gucken, so ein Medium Laser macht 12 Hitze. 15% davon abgezogen sind 1,5 ungefähr. Sagen wir mal 1,5, 3, 6 Hitze weniger und die Small Laser machen 6 Hitze. Da haben wir nicht ganz 1 weniger, aber sagen wir mal 1, dann hätten wir 6, 12 Hitze. Na gut, okay. Rechnet sich eigentlich echt kaum. Also wir sind hier gerade so dran am Limit, dass sich das überhaupt rechnet. Wenn wir alle Waffen schießen. Ist natürlich jetzt echt die Frage, ob ich den rausschmeißen sollte und doch lieber 3 normale Heatsinks mitnehmen. Wäre eigentlich, glaube ich, sinnvoller. Und das dann für was nehmen, was noch wesentlich mehr Hitze macht. Also irgendwie einen fetten Mech, der noch mehr Energiewaffen hat oder sowas. Also es geht sich ungefähr aus. Es ist ungefähr das Gleiche. Ich lasse ihn jetzt einfach mal drin. Schade, dass es nur Weapon Heat ist, wenn der auch noch... Unlike not impacted by the surrounding environment. Okay, ist das natürlich wieder ganz geil, weil die 15% sind fix. Also auch wenn wir im Wüstenplaneten sind, wo die Heatsinks weniger Hitze abbauen, haben wir trotzdem diesen Abzug auf die Waffen. Da ist es dann spätestens natürlich ein Vorteil. Dafür haben wir auch andersrum wieder auf dem Eisplaneten, wo die Heatsinks dann mehr machen würden.
hierdurch keinen Vorteil. Ist aber auch nicht so schlimm, weil selbst wenn es kein Vorteil ist, ist der schon ungefähr auf dem Stand von normalen Hitsix. Also lasse ich das Ding einfach drin. Wir haben hier einen ziemlich elitär ausgerüsteten Grasshopper mit ziemlich vielen geilen Sonderwaffen. Und ja, der wird auf jeden Fall gut abgehen, denke ich. Das sehen wir dann möglicherweise im nächsten, Video. Ich weiß nicht, ob ich das nächste, dauert auch lange der Umbau, lassen wir so stehen, ob ich das nächste Video auch wieder mit aufnehme oder ob das was eher ist, wo ich selber so zocke, das weiß ich noch nicht genau. Ich würde sagen, für heute war es das erstmal, war eine ziemlich lange Aufnahme. Wer das bis hierhin durchgehalten hat, der hat zum Glückwunsch, du bist entweder vollkommen wahnsinnig oder einfach ein richtig geiler Typ, der richtig Bock hat da drauf, auf das Gelaber und auf oder auch einfach das Spiel, keine Ahnung. Ja, ich würde sagen, ich hatte ja vorhin gesagt, letzte Aktion war das mit den Mech-Reparaturen. Jetzt machen wir als letzte Aktion hier nochmal eben XP verteilen. Aber das mache ich quasi jetzt, während ich mich von euch verabschiede und deswegen nochmal vielen Dank fürs Zusehen. Vielleicht habt ihr auch Bock auf die anderen Videos, wenn ihr die noch nicht gesehen habt, also die vorherigen Teile natürlich, wobei es da Sinn macht, die irgendwie in Reihe zu gucken, weil sonst macht das, glaube ich, nicht so Bock, nach dem Video jetzt Teil 1 zu gucken oder so. Okay, gutes Timing mit Telefon. Mal kurz pausieren hier. So, und trotz der Länge des Videos musste ich jetzt nochmal ganz kurz pausieren und war doch eigentlich schon dabei, mich zu verabschieden. Also, ne, nochmal vielen Dank fürs Zuschauen. Guckt auch in die anderen Videos, vielleicht auch in die anderen Games. Zum Beispiel hatte ich ja mit Money Space Marine gezockt, was ziemlich abgeht, was ja eher actionlastig ist. Oder einfach MechWarrior, wo wir dann wieder sehr nah an Battletech sind. Ist ja nun mal Battletech, aber halt auch mehr actionlastig und First Person. Gut, hier sind wir auf jeden Fall für heute erstmal durch. Die Kampagne, naja, es ist noch ein bisschen zu früh, um zu sagen, die Kampagne neigt sich dem Ende. Nicht wirklich, da kommt noch ein bisschen was. Aber ich glaube, ich werde zwischendurch nochmal aufnehmen, spielen ohne aufzunehmen, um einfach ein bisschen weiter voranzukommen. Weil diese eher uninteressanten Sachen sind, glaube ich, auch nicht so geil fürs Video. Machen dann auch ehrlich gesagt nicht so Bock für mich. Deswegen werde ich auch diese Mission hier überspringen. Diese, ja, das kann man sich einfach schenken. Aber vielleicht, weiß ich nicht. Also wenn ich beim nächsten Mal direkt wieder mit aufnehmen sollte, springen wir, glaube ich, einfach zum nächsten Flashpoint und zocken den, einfach weil es ein bisschen interessanter ist. Also, in diesem Sinne, bis denn. Tschö!